Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Und auch von mir einer Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Herr Andreoli, und Ihre Schwester. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass wir hier in Lübeck erste Station Ihrer Deutschland-Tournee sein dürfen. Und freuen uns natürlich auch, dass Sie den weiten Weg wieder auf sich genommen haben, zu uns zu kommen. Und ich denke auch, wenn der Weg weit ist, uns verbindet ganz viel. Denn die Gentechnikfreiheit ist natürlich ein Kernanliegen von uns, sowohl der Landwege Genossenschaft, der EVG und auch den anderen Veranstaltern. Und wir haben gemeinsam mit vielen Verbündeten vor einigen Jahren Lübeck als gentechnikfreie Kommune installieren können. Das war ein erster Schritt und weitere Schritte werden folgen. Und ein anderes Thema, denke ich, das eng auch teilweise mit der Gentechnik zusammenhängt, das eint uns auch, das ist nämlich die Sorge um den immer stärker werdenden Glyphosateinsatz, der nicht nur in Brasilien, sondern auch hier in Deutschland enorm an Umfang zugenommen hat. Im nächsten Jahr steht die Neuzulassung von Glyphosat an für Europa für weitere 10 Jahre. Und wir werden natürlich versuchen, auch wieder mit Netzwerkpartnern alles daran zu setzen, einen Stopp von Glyphosat zu fordern und diese immer weiter zunehmende Tendenz der hoffentlich ein Ende zu bereiten. Und wir hoffen, dass dieser Abend auch dazu dient, das werden Sie sicher machen, uns zusätzlich zu motivieren, weiter an unseren Zielen festzuhalten und vielleicht auch den einen oder anderen hier, der heute bei uns ist oder die heute bei uns sind, zu motivieren, mitzumachen. Dazu gibt es bereits im Januar Gelegenheit, weil wir wiederum einen Bus buchen werden, um nach Berlin zu fahren, zu einer Demo, die parallel zur Grünen Woche stattfindet. Wir haben es satt, ist das Motto. Und wer uns folgen will, ist herzlich eingeladen. Anmeldung nehmen wir dann per E-Mail oder wie auch immer telefonisch entgegen. Jetzt denke ich, ja, Christoph, bitte. Ganz zwei Worte noch zur Aktualität. Das eine ist, wir sollten uns bewusst sein, derzeit sind die Koalitionsverhandlungen und die Bundesrepublik wird jetzt entscheiden, ob sie ein Gentechnikanbauverbot für die Bundesrepublik in den Koalitionsvertrag schreibt oder nicht. Die CSU und ich glaube auch große Teile der SPD sind inzwischen dafür, dieses zu tun. Die CDU nicht. Wir sind gespannt, was rauskommt oder ob überhaupt was rauskommt. Und das zweite, auch hochaktuell, zwar etwas verschoben, das Freihandelsabkommen Amerika-Deutschland. Auch da sollte man genau hingucken. Wir tun das. Und dieses Freihandelsabkommen war jetzt schon Grund genug, dass zum Beispiel Monsanto gesagt hat, wir ziehen uns mal zurück aus Europa. Wir gehen nach Amerika mit unserer Forschung. Wohl wissend, dass sie meinen, zurückzukommen über das Freihandelsabkommen. So viel zur wirklich sehr brisanten Aktualität. Und zum Abend jetzt der Vortrag. Denke mal so viel Zeit, wie du brauchst. Und dann anschließend Diskussion mit Annemarie Volling, Christel Konert und wir stehen auch zur Verfügung. Viel Spaß! Technik soll man nie ganz vertrauen. Schönen guten Abend an allen. Ich hoffe, verstanden zu werden.
Der Nachteil des ersten Vortrages ist, dass man immer viel langsamer redet. Der Vorteil ist, dass man dann auch verständlicher wird. Oder vielleicht auch viel nachdenklicher ist über das, was man sagt. Aber das ist schon der erste Satz, den ich immer sagen muss am Anfang einer Vortragsreise durch Deutschland. Weil auch wenn meine Schwester in Münster ist und Deutsch reden kann, werden wir ja selbstverständlich wenig Deutsch reden, wenn wir zusammen sind. Obwohl wir es mit meiner Mutter tun. Also mit meiner Mutter reden wir seit der Kindheit nur auf Deutsch. Aber es ist ein ganz altes Deutsch, das würde vielleicht keiner hier verstehen. Das ist etwas Bayerisches mit Hunsrück. Und was man nicht weiß, versucht man es aus dem Brasilianischen ins Deutsche zu übersetzen und dann wird es nochmal schwieriger. Also ich hoffe, trotz Akzent, der immer noch an mir hängt, von meiner Kindheit, nicht wegen der Geschichte Österreichs, ich war da auch 2 Jahre, da kommt aber auch noch was dazu, ne? 2 Jahre in Österreich. Und ich glaube, die meisten Vorträge, die ich gehalten habe, waren immer in Bayern. Und so habe ich auch etwas Bayerisches von den Bauern gelernt. Hatte ich heute die Erfahrung bei Landwege, ne? Mit einem Mitarbeiter aus München. Schön ist es auch, dass man am Anfang, oder dass meine Vortragsreise ja mit der Weihnachtsfeier beginnt. Also heute beginnt ja auch der Weihnachtsmarkt am 25. Das war zufällig, wir hatten das nicht so vor. Ne? Und dass ich auch wieder in Norddeutschland sein kann am Anfang. Ich war ja in Norddeutschland, wenn Osnabrück zu Norddeutschland gehört, ist ja Teil fast Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen. Also da habe ich ja 5 Jahre verbracht. Und schön, dass ich zum ersten Mal in Lübeck sein kann, diese wunderschöne Stadt. Ich habe mir vieles angesehen heute. Und hoffe, dass das, was hier erreicht wurde, Nachhaltigkeitskonzepte tatsächlich weitergeführt wird. Ich muss zum Beginn meines Vortrages etwas sagen, was ich nicht immer so normalerweise sage. Wer mich zahlt? Warum sage ich das? Ich dachte immer, das sei nicht so wichtig. Aber in dem Bereich ist es vielleicht das Wichtigste. Also im Bereich Gentechnik, wenn man nicht sagt, warum man hier ist, welches Ziel ich hier habe, und wer mich zahlt, dann kann es vielleicht auch auf die Antwort führen, was soll so ein Vortrag bedeuten. Ich sage das, weil in der Biosicherheitskommission, in der ich einer der 27 Mitglieder bin und die mehrheitlich für die Agrogentechnik sind, selbstverständlich, ne? Für die meisten, dass das so ist, ist bei der EFSA so, ist bei allen großen Kommissionen, die über die Zulassung entscheiden. Und das ist schon schwierig zu sagen, dass während des Entscheidungsprozesses hinter uns 25 bis 30 Lobbyisten sitzen und das jedes Mal, bei jeder Sitzung. Und die genau beobachten, wo man zustimmt, wo man dagegen stimmt, was man da redet. Und dass auch Teile der, des Budgets oder der Finanzierungen von Labors, von Forschungsprojekten, von Stellen an Universitäten, also dass die Karriere eines Wissenschaftlers auch davon abhängt. Das ist für mich ganz wichtig zu sagen, dass die Verbindung zwischen Wirtschaft, also was jetzt die Konzerne betrifft, oder die Chemie- und Pharmakonzerne, Staat, die großen Medien und auch die Universitäten, also die Ausbildung von wissenschaftlichen Fachkräften, dass das vernetzt ist, leider. In Deutschland hatte ich mal gelernt, dass es hier eine sogenannte unabhängige Wissenschaft gäbe. Und viele glauben auch noch daran. Als ich dann hier wegginge, also nach Brasilien ging, 2007, hatte ich das Ziel, für Aufklärung im Bereich der Landwirtschaft zu sorgen.
Und hier wurde mir mal gesagt, dass es hier vielleicht eine große Hoffnung sei, oder das Prinzip Hoffnung, vielleicht nach Ernst Bloch. Also das Prinzip Hoffnung sei, dass man an jeder Universität wenigstens eine oder mindestens ein Institut haben sollte, das unabhängig forscht. So ein Institut an jeder staatlich-öffentlichen Universität. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erreicht hat. So habe ich mir was anderes vorgenommen. Eine ganze Universität aufzubauen, die unabhängig forscht. Und das ist für mich eine einmalige Erfahrung. So einmalig, dass ich sagen kann, nach 15 Jahren gegen Gentechnik zu forschen, ist ja fast so, ne? Man wird ja auch so aufgenommen. Also kritisch zu forschen ist schon keine Selbstverständlichkeit mehr. Also Wissenschaftler zu sein und kritisch zu sein ist nicht immer das Selbstverständliche. Das wäre für mich das Selbstverständliche. Dann müssen wir aber das nicht durchsetzen. Ne? Also man muss dafür kämpfen, dass die Wissenschaft kritisch bleibt. Und sich als Kritiker nach 15 Jahren so zu bekennen, ist schon eine schwierige Sache. Sich aber jetzt für etwas einsetzen, was eigentlich eine Zukunft hat. Ich nenne das mal für die Agrarökologie, ist jetzt ein Konzept, das vielleicht ein neues Wort ist. Das ist eine deutsche Sprache, aber hier nennt man das ökologische Landwirtschaft oder nachhaltige Landwirtschaft. Also die Agrarökologie ist für uns in Brasilien ein sehr weitgreifender Begriff, bringt mich dann zu einem Optimisten. Ich war ja schon oft ein Optimist in dem Handeln, also im Tun, und ein Pessimist im Denken. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass mein Vortrag heute viel optimistischer ist als der vor 2 Jahren. Obwohl im Bereich der Technik, oder im Bereich der Gentechnik insbesondere, immer noch ganz viel Pessimismus oder Enttäuschung drinsteckt. Also wer mich zahlt, ich bin nach Deutschland gekommen 2001 durch ein Stipendium vom damaligen Ökumenischen Studienwerk in Bochum, das später in den Evangelischen Entwicklungsdienst integriert wurde. Und ich habe es jetzt hier erfahren, Brot für die Welt ist der Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche, also der Evangelische Entwicklungsdienst und Brot für die Welt sind jetzt zusammen in Berlin. Ist auch zuständig für den Flug, also für die Zahl des Fluges, damit ich nach Deutschland kommen konnte. Es wurde auch nur so möglich, weil ich Urlaub genommen habe. Also die Nicole aus Kiel hat mich gefragt, wo sitzt sie jetzt da? Ich hatte in Kiel behauptet, es würde jetzt lange dauern, bis ich nochmal komme. Also 2 Jahre ist ja nicht so lang. Aber es war nur möglich, weil ich im Urlaub bin. Und mich auch ganz herzlich bei der ABL bedanken, mit der ich auch schon länger zusammengearbeitet habe, also mit Georg Janssen, mit Annemarie Volling und die ganze Arbeit mit den gentechnikfreien Regionen, wovon ich immer sehr hoffnungsvoll berichte weltweit, dass es das in Deutschland gibt. Ich habe ja durch den Bürgermeister Kiels jetzt erfahren, dass hier die zweite gentechnikfreie Region Schleswig-Holsteins ist. Auf kommunale Basis. Ne? Ja. So bin ich hier gelandet, mit vielen Unterstützungen, wie ihr gesehen habt. Der Vortrag, den ich hier vorhatte zu präsentieren, der kann ja auch später an allen geschickt werden. Ich habe immer meine Probleme mit PowerPoint. Nicht nur, weil die deutsche Zeitung, wie heißt die nochmal? Die Zeitung aus München, wie heißt die nochmal? Die Süddeutsche Zeitung mal berichtet hat, PowerPoint macht dumm, ne? Nicht deshalb, sondern weil ich immer das Problem habe, wenn ich ein PowerPoint vorbereite, dann hänge ich irgendwie dran fest. Ich kann mich nicht an den Kontext anpassen, der ja immer anders ist. So habe ich es auch nie geschafft, immer denselben Vortrag zu halten. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch wenig sage von dem, was ich vor 2 Jahren gesagt habe, weil ganz viele bei dem in Kiel waren, habe ich jetzt auch erfahren. Und ich kann auch hier auf den Vortrag hier zurückgreifen und sagen, dass die meisten Fragen, die ich mal in Deutschland zu beantworten hatte, jetzt irgendwie schon beantwortet wurden. Also die erste Frage, die mir immer gestellt wurde, ist, sind dann gentechnisch veränderte Pflanzen ertragreicher als herkömmliche, als konventionelle?
Diese Frage habe ich immer verneint, immer gesagt, es gibt auch keinen wissenschaftlichen Grund, um zu sagen, dafür zu sagen, dass eine gentechnisch veränderte Soja, die so verändert wurde, damit man ein Pestizid draufspritzen kann, um den Unkrautbekämpfungsprozess zu vereinfachen, dass das einen direkten Einfluss auf den Ertrag hätte. Das war ja das erste große Argument. Das zweite, dass eine gentechnisch veränderte Maispflanze, die ja so entstanden ist, dass sie in der Lage ist, einen Maiszünsler zu bekämpfen, weil in jeder Zelle ein Pestizid produziert wird durch eine Bakterie, dass das einen direkten Einfluss auf den Ertrag hätte. Diese Frage ist beantwortet worden von den Erfahrungen der Bauern weltweit. Also man kann darauf hinweisen, es gibt bisher keine Pflanze auf der Welt, die durch die Gentechnik, durch die Agrogentechnik hergestellt wurde, die ertragreicher ist als ein Höhlenkörbchen. Es hätte auch nicht anders sein können. Dass aber eine gentechnisch veränderte Pflanze einen geringeren Ertrag darstellt. Das war eine offene Frage. Das haben wir jetzt aber auch. Und woran liegt es? Es liegt an vielen Faktoren. Und der erste wichtigste Faktor ist, die Gentechnik hat eine Art des Umgangs mit Wissenschaft ins Leben gerufen, dass ein Bild der Natur präsentiert und immer wieder darauf zurückkommt, die Natur an das menschliche Wissen anzupassen. Und glaubt stark daran, dass das möglich sei. Das hängt auch an einem anderen Konzept dran, dass man glaubt, die Landwirtschaft könnte industrialisiert werden, so wie andere Bereiche des Lebens, die industrialisiert wurden. Man könnte es anders formulieren, es wird vernachlässigt, dass in der Landwirtschaft man immer noch sehr stark von der Natur abhängig ist. Und dass die Reaktionen der Natur einen sehr starken Einfluss auf den Ertrag haben können. Und das ist derzeit die Entwicklung, die wir weltweit haben. Also mehr Schädlinge, mehr Krankheiten, mehr Unkräuter. Und das trotz herbizidresistenten Pflanzen und trotz insektenresistenten Pflanzen, die eigentlich dazu dienen sollten, Schädlinge zu bekämpfen und Unkräuter einfacher zu verhindern. Oder die Unkrautbekämpfung zu erleichtern. Das ist der erste Teil des Kapitels. Das habe ich immer 20 Minuten lang gebraucht, um das alles wieder zu erläutern. Der zweite große Ansatz war immer zu sagen, ob vielleicht die Gentechnik ein Beitrag sein könnte, um die Produktionskosten oder die Betriebskosten für die Bauern zu senken. Diese Frage haben wir auch schon immer verneint, obwohl man davon ausgegangen ist, dass in den ersten Jahren, und diese ersten Jahre sind für uns im Durchschnitt 5 Jahre, also 5, maximal 10 Jahre, dann haben wir eine andere Situation, in der die Betriebskosten steigen. Und das ist heute auch die Situation weltweit. Bauern, die bis maximal 10 Jahre mit gentechnisch veränderten Pflanzen arbeiten, die weisen einen höheren höhere Betriebskosten auf als beim konventionellen Anbau. Und das liegt auch wieder damit zusammen, dass man mehr Pestizide braucht, dass man mehr Kosten dadurch hat, nicht nur durch die Pestizide, sondern auch durch die zunehmenden Schädlinge, die produziert werden durch den Einsatz von Pestiziden. Also der zunehmende Einsatz von Pestiziden führt zu einem nochmal doppelt oder dreifachen Einsatz von Pestiziden. Und dann rechnet man auch dazu, dass diese Kosten des Saatgutes für diese Sorten viel höher ist.
Wenn man das zusammenzählt, dann ist es unrentabel für einen Bauern, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Also wenn der Ertrag nicht höher ist und sogar niedriger ist und wenn die Produktionskosten höher sind in 5 Jahren, obwohl man in den ersten Jahren einen Erfolg hat. Und dann habe ich ja das dritte Argument auch schon erläutert, das hat mit diesem Pestizidumsatz oder Pestizideinsatz zu tun. Man hat ja lange Zeit behauptet, die Chancen der Gentechnik wären ja da, dass man kein Pestizide mehr braucht. Also das war für mich immer ein sehr tolles Argument, wenn ein Chef von Monsanto behauptete oder von Syngenta, sie hätten jetzt ein Wunder erfunden, man brauchte keine Pestizide mehr. Das würde man durch die Gentechnik jetzt erledigen. Also ich dachte mir immer, so ein Chef, der müsste hier gekündigt werden. Ne? Also aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist das ein absurder Satz. Ne? Als Chef der Chemieindustrie sage ich, wir brauchen keine Chemie. Und das glauben die Menschen auch noch. Vielleicht ist das Schlimmste überhaupt, dass die Menschen das glauben. Nehmen wir mal das Beispiel Syngenta. Ich nehme immer gerne das Beispiel Syngenta, weil ich in der Schweiz war und die Leute immer gerne von Monsanto sprechen wollten. Und wir können auch was von BASF und Bayer erzählen. Syngenta ist das größte Pharmakonzern der Welt, wie alle wissen. Es gab mal 2002 ein berühmter Mais in Deutschland, der hieß BT176, wurde angebaut durch eine Zulassung, ich weiß nicht, wie man das hingekriegt hat, durch Roland Koch Institut. Gottfried Glückner zum Beispiel ist einer, der sehr oft darüber berichtet, weil er war einer der Bauern, die es versucht hatten, diesen Mais anzubauen, die ganze Probleme erlebt hatten natürlich. Syngenta hat sich aus dem Geschäft herausgezogen, was Mais betrifft. Tolle Frage, ne? Warum denn? Monsanto macht da weiter. Monat 110, brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Afrika, also das ganze Scheitern von Monat 110 und alle anderen Sorten, die man entwickelt hat, man kommt nicht mehr an Syngenta. Syngenta ist aus dem Maisgeschäft mit Saatgut raus. Sie würden sich lieber mit Chemie beschäftigen. Ist ja ihr Kerngeschäft. Wir haben in Brasilien jetzt mit etwas zu tun, was ich vorher immer als Befürchtung in meinen Vorträgen eingebaut habe. Dass es dazu kommen würde, dass Insekten resistent wären, sein könnten gegen dieses BT-Toxins, das durch Bacillus thuringiensis, diese Bakterie, produziert wird, das im Mais drin ist. Also diese Giftpflanze gegen Mais. Dass es dazu kommen würde, dieses dazu kommen würde, brauche ich auch nicht mehr sagen. Wir haben diese Raupe in Brasilien. Und ich möchte hier mal ein schönes Bild zeigen, weil ich hätte die Raupe ja eigentlich mitbringen wollen, aber dann wäre ich vielleicht als Biopirat vor Gericht jetzt, weil das ist ja genau das, was in den brasilianischen Medien gesagt wird, warum diese Raupe bei uns ist. Es wird gesagt, dass diese Raupe aus Indien nach Brasilien geschleppt wird, also Biopiraterie. Ich glaube ja nicht an Biopiraterie, weil das eigentlich die Verschwörungstheorie wäre. Und die Verschwörungstheorie wurde ja immer den kritischen Wissenschaftlern vorgeworfen. Das ist die schöne Raupe. Diese Raupe, die heißt Helicoverpa armigera. Und die sollte ja eigentlich durch den BT-Mais getötet werden. Da knabbert sie am berühmten BT-Mais. 2 Milliarden Verluste nur in einem Bundesstaat Brasiliens. Das brasilianische Ministerium für Landwirtschaft behauptete, das Problem sei, dass man eine andere Raupe zerstört hätte, nämlich Helicoverpa sea. Ich nenne die jetzt nur mal als lateinischen Namen, weil ich weiß nicht, wie man die in Deutschland taufen würde. Diese Raupe ist nicht der Maiszünsler. Okay. Diese Helicoverpa sea
ist berühmt gewesen für, als Schädling, und den hat man zerstört durch den BT-Mais. Aber Helicoverpa sehr war gleichzeitig kein Fressfeind, sondern ein Nützling, weil er diese Raupe zerstört hat. So haben wir kein Helicoverpa sehr mehr, haben wir durch BT-Mais vernichtet, und deshalb haben wir Helicoverpa migra. Also, ja, das ist eine tolle Erklärung. Ich habe immer noch dasselbe Problem. Nämlich, wir haben eine Raupe, die durch BT-Mais nicht mehr zerstört wird. Und jetzt kommt eine tolle Frage, das ist für mich eine neue Frage, weil alle andere Frage hatte ich ja schon mal beantwortet, dass das kommen könnte und so. Ich weiß mal, dass ein Abgeordneter in Deutschland so wütend war, als ich das erzählt habe, dass das dazu kommen könnte. Und er sagte, dass das nie dazu kommen könnte. Ja, dass das nie dazu kommen könnte, ist jetzt vorbei. Was können wir jetzt dagegen tun? Ich erinnere mich noch gut daran, als ich in Bayern, in Oberbayern, da gab es einen Herrn Niederlein, ne? Der berühmte Bauer, der immer aufgetreten ist als erfolgreicher Bauer, weil er Genmais anbaut. Ja, in Kitzingen. Ja, ist egal, wir müssen den Bauer ja auch nicht nennen. In Kitzingen war es. Und dann hatten wir einen Wissenschaftler aus Hannover, den nenne ich jetzt mal nicht. Und der hat ja behauptet, dass jetzt eine tolle Erfindung der Wissenschaft dazu führen würde, dass man überhaupt keinen Maiszünsler mehr in Deutschland haben würde. Auch in Kitzingen, wo es noch keinen gab. Ne? Damals. Aber besonders in Ostdeutschland, wo dann Inoplanta und die alle geforscht haben, das wäre ja furchtbar, den Maiszünsler und so. Es waren doch Wissenschaftler, die irgendwie immer gesagt haben, Bacillus thuringiensis, dieses Prinzip, eine Bakterie zu nutzen, um Raupen zu bekämpfen, das sei so eine Rede von Spinnern, Ökologen oder so. Also Ökospinner. Und plötzlich war er für den Einsatz von BT. Mais. Ich habe damals mal eine Frage gestellt, und das war für die Bauern ganz wichtig auf der Debatte. Was würde dann passieren, wenn es dazu kommen würde, dass der BT-Mais nicht nur resistent ist gegen den Maiszünsler, sondern der Maiszünsler resistent wird gegen den Genmais? Das kennen wir doch in der Biologie. Der ganze Biologie kennen wir das, wenn wir nur einen Stoff einsetzen, und auch in der ökologischen Landwirtschaft wussten wir es schon, mit Bacillus thuringiensis. Obwohl man den nur eingesetzt hat, wenn es dazu gekommen ist, dass der Schädlingsbefall so groß war, dass man einsetzen musste. Und nicht die ganze Zeit, wie es hier der Fall ist. Dann war die spannende Frage, ja, dann bleibt dem Bauern nichts mehr anders übrig, oder? Als Pestizide einzusetzen. Und hier gibt es ein tolles Mittel dafür. Benzoato de Imamectina nennen wir es in Brasilien. Ja, ich versuche es mal zu übersetzen. Imamectin-Benzoato oder sowas. Wer produziert den Stoff? Syngenta natürlich. Und es ist verboten in Brasilien. Weil es zu sehr starken neurologischen Folgen kommt bei Menschen. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung, wenn man diesen Stoff einsetzt? Das brasilianische Ministerium für Landwirtschaft hat es zugelassen, es zu importieren. Aber nicht die Verantwortung übernommen, es einzusetzen. Niemand übernimmt die Verantwortung. Trotzdem wird es zum Einsatz kommen. Um den Bauern zu helfen, in Anführungszeichen, weil sie keine Chance mehr haben, gegen den schlimmen Helicoverpa armigera zurechtzukommen. Die Antwort, meine Kollegen Wissenschaftler in der Biosicherheitskommission, naja, die Polizei muss mal rausfinden, wie die das da in das Land gebracht haben. Das waren bestimmt Monsanto-Leute oder sowas, gegen Syngenta oder was?
Naja, also ich bin nie von der Frage ausgegangen oder von der These herausgegangen, dass hier eine Verschwörungstheorie dahinter steckt oder dass hier es bewusst gemacht wird, obwohl es so klingen kann, obwohl es eine Logik hat, die man im Nachhinein nochmal verstehen kann. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es von vornherein so vorgesehen ist. Meine Hypothese ist, die Wissenschaftler wissen nicht, was sie hier tun. Und das ist noch schlimmer. Oder ich würde es mal anders sagen. Die Art, wie Wissenschaft produziert wird, die Denkweise, die in den Unis herrscht, führt dazu, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, hier eine Lösung zu finden, ohne neue Probleme zu verursachen. Und noch schlimmer, alle Lösungen, die man präsentiert, sind eigentlich nur Lösungen für die Chemieindustrie und nicht für die Bauern und für die Menschen, für die Verbraucher oder für die Umwelt. So ist das hier eigentlich ein Wissensproblem. Und man könnte hier auch nur was ändern, wenn man die Bildung von Wissenschaftlern auch ändert. Also, wenn ich einen Wissenschaftler frage, was passiert, wenn ein Mensch dieser Mais isst, weiß der Wissenschaftler, der zuständig ist für die Entwicklung dieser Maissorte, nichts. Der weiß auch nichts darüber, wenn ich frage, was passiert, wenn ein Huhn diesen Mais essen will. Oder eine Kuh. Oder ein Schwein. Er antwortet ganz einfach, ich bin ein Entomologe. Mein Fach ist Lepidopter, also Raupen. Ich habe mit Menschen, weder mit Menschen noch mit Schweinen noch mit Hunden oder noch mit Kühen zu tun. Also er ist ein totaler Ignorant, was allen Bereichen betrifft, die eigentlich mit dem Mais mehr zu tun haben als Raupen. Als ob nur Raupen diesen Mais essen würden. So komisch ist die Wissenschaft bei dieser Frage. Und er stellt sich nochmal etwas vor, was ganz absurd ist und reiner Glaube ist, dass dieser Giftstoff, den er für Raupen untersucht hat, den Menschen, den Tieren, den Kühen nichts schaden würde. Er behauptet es, nachdem er gesagt hat, er hat mit Schweinen und Tieren und Menschen nichts zu tun. Und noch schlimmer, er will gar nicht wissen, ob es Studien gibt, die darauf eine Antwort liefern können. Und wenn es eine Studie geben würde, wie die hier, die kennen ja die meisten. Was ist dann los mit dieser Studie? Gilles Eric Seralini ist nicht irgendeine Zeitschrift. Ist die wichtigste Zeitschrift für toxikologische, chemische Untersuchungen bei Essen. Und er hat festgestellt, in Frankreich 2012, das ist ja schon nach meinem Vortrag in Kiel, dass Ratten, die den Genmais NK603, diese Mais, gefressen haben, 2 Jahre lang diese Tumors hier verursacht hat. Und besonders bei weiblichen Ratten. Was war die Antwort auf diese Studie, die man in der weltweiten Berichterstattung gehört hat? Und besonders, was war die Antwort von den Wissenschaftlern, die bis dahin immer gesagt haben, es gäbe ja keine ausreichenden Studien dazu. Oder noch schlimmer, es gäbe ja keine Langzeitstudien. Also bitte, jetzt gibt es eine Studie? 2 Jahre. In Brasilien ist diese Maissorte NK603 zugelassen worden auf Basis von Monsanto-Studium.
Und das ist nicht nur so in Brasilien. Die Studien, die als Grundlage für die Zulassungen dienen, sind die Studien von den eigenen Firmen. Und man glaubt so toll, dass das neutral sei. Die eigenen Firmen liefern die Studien. Die meisten Wissenschaftler, die auf der Grundlage dieser Studien entscheiden, sind finanziert worden von diesen Firmen. Und man stellt sich weltweit ein Bild dar, das sei wissenschaftlich abgesichert. Super. Tolles Bild. Dann war meine Frage, die ich mir immer gestellt habe, aber bei meinen letzten Vorträgen nicht vorkam. Was würde denn passieren, wenn mal endlich eine Studie da ist, die Langzeitstudie? Jetzt ist sie da. Meine Antwort damals war immer, es passiert nichts. Es bleibt so, wie es war. Und man sagt, diese Studie sei nicht wissenschaftlich. Ja, super. Was ist dann schon mal Wissenschaft? Die Studien von Monsanto, die waren basiert auf Rattenfütterung von 3 Monaten. Seralini hat festgestellt, dass die ersten Veränderungen ab dem 4. Monat stattfinden. Also von daher kann man ja feststellen, dass bis 3 Monaten es noch okay war. Man kann ja noch an die Studie glauben, oder? Monsanto hatte 30 Ratten untersucht. Seralini 200. Was war dann die Antwort der Wissenschaftler auf diese Studie? Die erste tolle Antwort war, diese Studie sei nicht wissenschaftlich, weil Seralini hätte ja die falsche Rattenrasse ausgesucht. Ja, bitteschön, warum sei die falsch? Weil diese Rasse tendenziell zu Tumors führt. Ja, gerade deshalb hat man doch diese Rasse genommen, weil man Tumors feststellen wollte, um vergleichen zu können, was passiert mit Ratten, die gentechnisch veränderten Mais fressen haben. Und hier kommt noch Roundup dazu. Ist ja auch toll. Nicht nur Mais, sondern auch Roundup. Ist ja Glyphosat, ne? Also Wirkstoff ist ja Glyphosat, gegen den dieser Mais resistent ist. Was war dann bitte die Rasse, die Monsanto benutzt hat bei seiner Studie? Genau die. Ah, da? Okay. Bei Seralini falsche Rasse. Nein, genau diese Rasse soll man nennen. Was war das zweite Argument? Ja, man hätte zu wenig Ratten genommen. Man hätte mehr Ratten nehmen müssen. Wie viel hatte Monsanto eigentlich? Kleinen Unterschied, ne? Das war aber ausreichend, um es zuzulassen. Dritter Argument, die Statistik stimme nicht. Ja, immer die Frage der Statistik. Dann sind die Wissenschaftler auf Statistiken gekommen, auf Statistiker, ne? Die dann sofort geantwortet haben, ja, Seralini hatte eine Basis von Statistik, hätte auch eine andere nehmen können, aber jeder Wissenschaftler entscheidet ja, welche Methode er benutzt. Bis dahin ist alles wissenschaftlich. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass das, was Seralini hier festgestellt hat, alles jetzt übertragend wäre auf Tieren, auf Menschen, oder ob das alles hier jetzt Wahrheit sei. Wichtig wäre es, dass alle Entscheidungen, die bisher getroffen wurden, zu dem Mais, wieder analysiert werden müssen. Und das steht in allen Gesetzen der Welt drin. Wenn es neue Studien gibt, dann müssen Wissenschaftler diese Studien nochmal wieder analysieren und zu dieser Entscheidung nochmal fragen, ob man nicht längere Studien durchführen sollte. Also bitte mehrere Studien durchführen. Das war ja immer die Frage. Aber die Antwort der Wissenschaftler war pauschal.
Dies sei nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich seien nur die Studien von den Firmen selbst. Naja, das ist jetzt zum Mais. Zu Soja, vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, wir haben ja in Brasilien immer noch ausreichend Soja für ganz Europa, damit man hier Gentechnik frei produziert. Es findet gerade heute eine Tagung statt, die sogenannte Donausoja, das Donausoja-Kongress, heute Abend in Augsburg. Es wird dort referieren Ricardo Tadesusi de Souza vom Verein der brasilianischen gentechnikfreie Sojaproduzent. Und sein Bericht, ganz deutlich, wir haben 18-20% gentechnikfreie Soja in Brasilien. Brasilien ist das Land, in dem man die meisten gentechnikfreie Soja auf der Welt hat. Wir haben 81 Millionen Tonnen, vielleicht 20% davon ist gentechnikfrei. Also können wir von 16 Millionen Tonnen gentechnikfreie Soja ausgehen. Besonders im Bundesstaat Mato Grosso. Mato Grosso ist zuständig für ein Drittel der brasilianischen Sojaproduktion. Da wollen die Großbauern keine Gensoja mehr anbauen. Woran liegt es? Ganz einfach. Weniger Ertrag, mehr Kosten, geringerer Preis. Warum soll man eine Soja produzieren, die weniger Preis hat, weniger Ertrag hat und mehr Kosten hat? Das sagt zum Beispiel der größte Sojaproduzent der Welt, Blair Romage, der auch zu dem Verein gehört. Das Verrückte ist, zu erklären, warum machen es dann die Kleinbauern, wenn es den Großbauern nichts bringt? Das war auch immer eine tolle Frage. Ich habe es bei meiner Doktorarbeit versucht zu beantworten, obwohl die pauschale Antwort ja immer ist, der Bauer würde sowas nie tun. Das ist so ähnlich wie sagen, ein Mensch würde ja nie rauchen. Das steht doch fest, ne? Rauchen führt zu Gesundheitsproblemen, oder? Doch, warum würde ein Mensch sowas tun? Ne? Menschen würden auch nie Kriege führen, oder? Ist doch Blödsinn, oder? So analysiert. Warum würde man sowas tun? Also so gibt es ganz viele Fragen, die man beantworten könnte. Warum tut ein Mensch sowas? Und dann kommt für mich die entscheidende Frage, was könnte er anders tun? Weil die Kleinbauern in Südbrasilien haben nicht mehr die Chance auf Gentechnik, freies Soja, Saatgut zuzugreifen. Hätten sie die Chance, würden sie es jetzt tun. Warum haben sie es nicht vor 10 Jahren getan, könnten wir jetzt auch diskutieren. Aber in der Tat wissen wir heute, dass die südbrasilianischen Bauern, die die ersten waren, die Gensoja angebaut haben, es heute nicht mehr tun würden. Ganz einfach gesehen an der letzten Entscheidung, als die brasilianische Regierung im Süden es zugelassen hat, dass die Kleinbauern auch von der Regierung subsidiert, sagt man subsidiert, ist mit Kredit unterstützt, Gen-Mais-Sorten kaufen können, jetzt mit Mais, wo es noch Sorten gibt. Nur 10% wollten es. Also da können sie noch was ändern. Und da ist ja auch die Gefahr der Kreuzung, weil Mais sich auskreuzt. Bei Soja ist es nicht so. Woran liegt es dann, dass ein Bauer 10 Jahre danach sagt, jetzt würde ich es nicht mehr tun?
und warum hat er es getan? Ich habe immer die Frage beantwortet, es liegt an drei großen Faktoren zusammen. Das erste, die große Medienarbeit, die unter den brasilianischen Agrarberater auch aufgenommen wird. Wir nennen das in Brasilien eigentlich Insistência Técnica. Das ist ein Sprichwort für Assistência Técnica. Assistência Técnica heißt, dem Bauern zu helfen, ihn zu unterstützen, ihn zu beraten. Insistência Técnica heißt, dem Bauern etwas beizubringen, was er eigentlich nicht braucht, aber kauft. Das heißt eigentlich ein Giftverkäufer zu sein oder ein Düngemittelverkäufer zu sein. Ich wurde selber so ausgebildet. Meine erste Ausbildung war die. Ich habe das auch getan. Ich weiß auch, welche Methoden man da nutzen kann, um den Bauern diesen Mittel zu verkaufen. Dann kommen wir auf die Frage, wie können wir anders produzieren? Und das ist eigentlich vielleicht eine der wichtigsten Teile dieses Vortrages. Weil wie kommen wir jetzt aus dieser Falle heraus? Hier ist die Soja. Im Schatten hier eigentlich. Das hier ist Conisa canadensis, die berühmte Berufskraut. Kanadische Berufskraut wird hier als Blume verkauft. Ist eine der schlimmsten Unkräuter Brasiliens. Hier ist die sogenannte Wicke, Ipomoea, SP, Corda de Viola bei uns genannt. Das sind alles Unkräuter, die nicht mehr durch Glyphosat bekämpft werden. Wir haben Zehnte davon, also bis 25 Unkräuter, die nicht mehr durch Glyphosat abgetötet werden. Was macht ein Bauer in dieser Situation? Wenn er nur mehr gentechnisch veränderte Soja hat und die Hoffnung ja war, er würde durch gentechnisch veränderte Pflanzen mit Glyphosat diese Soja bekämpfen. Also diese Soja, diese Unkrautsorte bekämpfen. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Diskussion mit Andreas Thierfelder in Deutschland. Der bekannte Name, oder? Von Monsanto. Er wurde mal gefragt bei einer Deutschlandfunk-Reportage. Was würden Sie einem Bauer empfehlen, wenn er nicht mehr mit dem Unkraut zurechtkommt, weil das Unkraut resistent geworden ist gegen Glyphosat? Er hatte gesagt, naja, dann müsste er den Wirkstoff wechseln. Ja toll, nur der Journalist hat sich das gut studiert, also er hat sich gut vorbereitet und sagt, am Anfang des Interviews sagten sie aber, alle anderen Wirkstoffe würden nicht mehr funktionieren, deshalb braucht man jetzt eine gentechnisch veränderte Pflanze, damit man mit Glyphosat diese Unkräuter bekämpfen kann. Jetzt sagen sie, wenn der Glyphosat resistent wird, soll der Bauer wieder diese Stoffe nehmen, die sowieso nicht mehr funktionieren. Dann hat er eine andere tolle Frage, ne? Beantwortet. Naja, dann geht der Bauer einfach hin und hackt dieses Pflänzchen raus. Was war diese Frage? Das war die Frage der Beschwerlichkeit der Arbeit. Ne? Eigentlich hat der Bauer ja Herbizid eingesetzt, damit er nicht mehr hacken braucht. Und jetzt zahlt er dafür und wenn das Zeug nicht mehr funktioniert, dann wird er am Ende hacken gehen. Super Antwort. Das war aber nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist, es gibt noch Wirkstoffe, die nur nicht erlaubt sind. Und dadurch schafft man es ja, sie zu erlauben. Das ist so etwas wie ein Zwangeffekt. Was soll man jetzt tun, wenn es nicht mehr anders geht? Lässt man die Bauern jetzt so stehen damit? Oder würde man es doch zulassen, dass vielleicht in dieser Notsituation ein etwas giftigeres Stöpfchen, so zum Beispiel ein Zusatzstoff von Agent Orange importiert wird. Ja. 2,4-D. Das steht vor der Zulassung. Down Agroscience aus den USA,
es bei uns erstmalig auf der Welt zuzulassen. Kanada hat es zugelassen, ist aber nicht zum Anbau gekommen. Bei uns wird es zum ersten Mal zum Anbau kommen. Ein Jahr lang haben wir gekämpft innerhalb der Biosicherheitskommission, damit es nicht dazu kommt. Maximale Frist, Februar nächsten Jahres. Dann ist es aufgemacht. Nach dem Abstimmungsrecht der Biosicherheitskommission ist die Abstimmung schon gefallen. Es gibt nur noch zwei Chancen. Die erste Chance ist die Judikative. Die versucht es zu verhindern. Und da steht es ja im Gesetz, dass man einen Völkerbeteiligungsprozess, so heißt es, oder? Ein Volksabstimmungsprozess haben muss, um sowas zu entscheiden. Das zweite ist, es könnte ja sein, dass die Regierung jetzt vernünftig wird, weil im nächsten Jahr Wahlen sind. Und dann sagt, ja, das wäre ja nicht so toll, jetzt in Brasilien Agent Orange zuzulassen. Weil in den USA will ja auch keiner es. Weltweit will ja keiner es. Und es könnte ja dazu kommen, dass jetzt auch die Europäer sich noch dafür einsetzen. Die waren ja sowieso schon immer gegen diese Sache. Also so vielleicht würde sich diese Reise auch für die brasilianische Geschichte lohnen, wenn wir diese Kampagne durchführen würden. Also nicht nur gegen Glyphosat. Das ist ja jetzt in aller Munde. Brauche ich nicht mal mit Kiel streiten mit dem Professor. Das ist ja jetzt in allen Medien. Da braucht keiner in Deutschland mehr was sagen. Das wissen ja jetzt alle, ne? Wie giftig Glyphosat ist. Wie schlimm eigentlich Glyphosat ist. Nicht nur Roundup. Das ist ein Unterschied, ne? Also Roundup ist die Marke von, eine der Marke von Glyphosat, diese Marke von Monsanto. Aber diese Geschichte mit Glyphosat ist ja auch sehr toll in der Wissenschaft vorangetrieben worden. Glyphosat wurde mehrmals untersucht und man hat festgestellt, es sei nicht so giftig wie andere Gifte. So ist es ein besseres Gift, oder? In Brasilien sagen schon manche, das ist der gute Gift. So wie schlechtes Cholesterin, gutes Cholesterin, es gibt immer ein gutes und ein schlechtes und so weiter, so gibt es ein gutes Gift. Das gute Gift heißt Glyphosat. Nein. Wirkstoff Glyphosat, nach Untersuchung gemessen, nicht so giftig wie andere Gifte. Ne? Nicht so giftig heißt noch nicht kein Gift und es heißt auch nicht gute Gift. Roundup funktioniert nur, wenn es in Kombination mit Tallowamin angeboten wird. Tallowamin ist ja in Europa eigentlich verboten. Ne? Es gibt aber immer noch Formen von Glyphosat auf dem Markt, die mit Tallowamin kombiniert funktionieren. Und dann hat man noch einen anderen Stoff in Europa, das ist Polyxyethylenalkylamin. Dieser Stoff ist eigentlich von den Wissenschaftlern untersucht worden, nicht so giftig wie Tallowamin. Okay. Was ist der Effekt von Tallowamin oder von Polyxyethylenalkylamin? Ist genau das, was ermöglicht, dass man Glyphosat benutzen kann, um Unkräuter zu bekämpfen. Tallowamin verändert die Spannung der Oberfläche eines Gewebes. Reduziert eigentlich die Spannung der Oberfläche eines Gewebes, damit Glyphosat eindringen kann. Okay? Ohne Tallowamin und ohne Polyxyethylenalkylamin würde keine Formel von Glyphosat funktionieren. So ist dieser Zusatzstoff viel schädlicher. Und das Schlimmste beim Roundup ist ja eigentlich dieser Hautkontakt. Die ganze Geschichte des Krebses und alles, die Eindringung von Glyphosat, sogar dass man zum Schluss gekommen ist, es sei nicht so schlimm zu trinken, als sich drin zu baden oder sowas. Ne? Hängt damit zusammen. Naja, aber über Glyphosat ist jetzt ja schon die Geschichte vorbei, es funktioniert ja gar nicht mehr. Jetzt kommt die nächste Generation, man hat ja immer gedacht, die nächste Generation sei jetzt mit Sorten kombiniert, die weniger Schädstoffe oder
mit Resistenzen gegen salzigen Boden verbunden sind oder mit anderen Varianten, die den Verbrauchern was bringen. Ne? Nee, die nächste Generation heißt, wir kombinieren jetzt Herbizidresistenz, also man kann hier Glyphosat draufkippen, also man kann, in Brasilien sagt man, man kann die hier mit Glyphosat baden. Die sind bereit, sich zu baden mit Glyphosat. Man kombiniert das jetzt nochmal mit einer Insektenresistenz, dann hat man schon mal eine zweite große Funktion. Also die sind dann gegen Unkräuter geschützt und gegen Insekten geschützt, vorausgesetzt, dass man Glyphosat benutzt. Jetzt kommt die dritte Variante. Die dritte Variante kombiniert Resistenz gegen Glyphosat, Insektenresistenz gegen Raupen, nicht alle natürlich, wir wissen es jetzt ja schon, resistent dann nochmal gegen diese Agent Orange Zusatzstoff, weil ansonsten würde diese Agent Orange Zusatzstoff die Soja ja auch töten. Okay? Und so werden die Kombinationen weitergehen. Also wir werden dann für jede Unkraut, resistente Unkraut gegen bestimmte Herbizide, eine neue, tolerante Version entwickeln, die dann auch resistent ist gegen einen Stoff, der in der Lage ist, diese Sorte zu bekämpfen, anstatt dass der Bauern dahin geht und das einfach rausrobt, wie der Chef von Monsanto mal bereit hat. Also diese Kombination führt dazu, dass ein Bauer in Brasilien 60% der Betriebskosten nur mit Agrargiften hat. Muss ich mal vorstellen, wie rentabel sowas wird. Also wie rentabel sowas wird für die Agrarchemieindustrie. Anders gesehen. Und wie rentabel das auch wird für Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen, im Auftrag dieser Chemieindustrie. Aber nicht, dass das alles vorgedacht ist, sondern man hat hier Sachen verändert, mit denen man keine Ahnung hatte, was passieren kann. Und obwohl die meisten Kritiker es gesagt haben, aus der Erfahrung der Wissenschaft selbst, dass das passieren würde, hat man es versucht, immer wieder zu verneinen. Und jetzt haben wir die Problematik. Naja, was ist dann in Brasilien passiert eigentlich? Ja, das hier ist alles schon gelaufen, ne? Klar, klar. Weil sie kein Saatgut mehr haben, das gentechnisch frei ist. Das im Süden gedeihen könnte. Das geht nur noch im Zentrum, im Norden. Deswegen ist in Mato Grosso, wo die Großbauern sind, eine Chance. Nach 10 Jahren. Weil im Süden ist ja die Grenze zu Argentinien. Und in Argentinien begann diese ganze Geschichte in der Regierung von Carlos Menem. Und in Brasilien war es verboten. In Argentinien war es zugelassen. So ist es durch Schmuggel nach Südbrasilien gekommen. Und da haben die Brasilianer begonnen mit der Gentechnik, mit der Sojaproduktion. 1998. Die Sojasorte hieß damals Maradona. Weil sie aus Argentinien ist, weil sie kleiner war als die anderen Sorten und weil sie süchtig ist. Man braucht immer mehr Herbizidenspritzen. So, das war die Begründung, weswegen die Bauern da begonnen haben, hier bei der Grenze zu Argentinien diese Sorte anzubauen. Gerade das Gebiet ist es, in dem wir jetzt diese Universität gegründet haben. Und das ist ja der zweite Teil dieses Vortrages. Also diese monopolistische Kontrolle der Produktion haben wir jetzt. Es sind eigentlich nur ein paar Konzerne hier, die verdienen. Ne? Monsanto, BASF, Bayer, DuPont, Pioneer, Syngenta, und Down Agroscience, also diese 6, die beherrschen. Die hängt aber mit allen anderen zusammen. Das ist wie in Brapa Brasiliens, die haben Verträge mit den anderen Großen. Saatgut ist privates Eigentum eines Konzerns, ist auch bestritten vor Gericht. Monsanto ist verurteilt worden. Sie müssen jetzt alles zurückgeben, was sie ja hier von den Bauern abkassiert haben in den letzten Jahren. Was machen sie jetzt?
Weil das neue Saatgut ja eigentlich viel teurer ist, vielleicht deutsch umgerechnet, ja, fünfmal teurer ist. Dann machen sie neue Verträge mit den Bauern, in denen schon drin steht, dass die Bauern dann aufgeben, das, was sie vor Gericht an Recht haben, damit sie billiger an das neue Saatgut kommen. Super. Beiden gewinnen, oder? Win-win-Situation. Also sie bekommen die abkassierten, ungerechten Lizenzgebühren der Vergangenheit nicht mehr zurück, aber sie bekommen das Saatgut, das fünf oder sechs Mal teurer ist, damit sie mit den Unkräutern zurechtkommen. Jetzt auf einem Paket. Dann geht das Spiel weiter. Zunahme des Einkaufes von Betriebsmitteln, noch nie war es so teuer, Soja zu produzieren, dass 60% der Betriebskosten allein mit Agrargiften verbunden sind. Ja, das habe ich hier schon erzählt, Zunahme von Unkräuterkrankheiten, Schädlingen, Erhöhung der Betriebskosten, Senkung der Produktivität und die Verarmung der Kleinbauern. Hier Kleinbauer zu sein ist nicht mehr möglich. Bei Soja nicht mehr. Da muss man was anderes produzieren. Vertreibung der Indianervölker, Verringerung der biologischen Vielfalt, Abhängigkeit von Konzernen, Verhinderung der ökologisch herkömmlichen und ökologischen Produktion ist auch ganz klar. Welche Ansätze gibt es jetzt? Was kann man da tun, ist die Frage. Oder? Was können wir machen? So, das Erste, was ganz wichtig ist, in Brasilien gibt es vieles Widersprüchliches. Wir haben da auch mit einer großen Koalition zu tun. Es ist keine große Koalition an Parteien, obwohl die meisten Parteien der Regierung sind. Aber es gibt eine Koalition an Parteien, die vielleicht viel kräftiger ist, weil sie die Mehrheit im Parlament hat. Das präsidiale System ist etwas Komisches. Man hat die Mehrheit im Parlament, aber man hat nicht die Regierung. So ist der Fall in Brasilien. Die Mehrheit der Parlamentarier, also der Bundesabgeordneten, auch die im Senat, die sind von den Großgrundbesitzern. Also gegen die Kleinbauern, gegen die Indianervölker, gegen die ganze Diskussion, die versucht wurde in den letzten Jahren zu unterstützen durch diese Regierung. Dieses Spielchen ist sehr widersprüchlich. Wie kann man es dann verstehen, dass im Oktober Präsident Dilma Rousseff den nationalen Plan zur Förderung der Agrarökologie ins Leben gerufen hat? Ja? Als Antwort auf einen sehr langen Kampf der brasilianischen Landfrauenbewegung, Movimento das Mulheres Camponesas. Wie kann man das in dieser Regierung verstehen jetzt, ne? Die ja völlig auf Agrarexporte setzt und Sojaproduktion und so, Gensoja und das Ganze. Ja, das sind diese Spielraum und das ist nicht wenig. 8 Milliarden Reais, 3 Milliarden Euro zur Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft. Direkt zur Produktion durch Kredite, Mikrokredite, zum Aufbau neuer Vermarktungsmöglichkeiten, zum Beispiel an allen Schulen Brasiliens, alle Gefängnisse, alles was brasilianische Einrichtungen angeht, soll direkt von den Kleinbauern gekauft werden und, wenn es geht, ökologisch. Ist doch super, oder? Unsere Universität wird die einzige Brasilien sein, in der alle Mensas, alle Restaurants für die Studenten, alles direkt vor Ort von den Kleinbauern an ökologischer Produktion gekauft wird. So Einrichtung neuer Märkte. Auch die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion in Produkten. Und letztes, was für uns ganz wichtig ist, die Förderung von Wissen. Also, dass man im Wissenschaftsbereich Methoden entwickeln, damit die Bauern ökologisch produzieren können, weil die meisten trauen sich ja nicht. Die sagen, ja, was soll ich da machen gegen die Raupen? Gift, ne? Anders geht's nicht. Und diese ganze Geschichte mit Universitäten ist auch spannend. Lula war der erste Präsident Brasiliens ohne einen Hochschulabschluss. Und er hat es geschafft, 14 neue Universitäten zu gründen. Der einzige, der es geschafft hat. Und jetzt sind die Nummer 11 von diesen 14. Es kommen noch ein paar mehr. Und für diese Nummer 11 muss man etwas Besonderes sagen, weil das ist die einzige in der Geschichte Brasiliens, die von unten aufgebaut wurde. Durch die Kleinbauerngewerkschaften und durch die Via Campesina, ein Zusammenschluss von Bauernbewegungen weltweit und in Brasilien sehr stark sind.
die besonders in dieser Region sehr aktiv sind. Also die erste Universität Brasiliens, die von unten aufgebaut wird, und die Hoffnung ist, dass man da nicht nur eine staatliche Universität hat, sondern eine öffentliche. Das ist immer eine Diskussion. Staatlich ist ja mit öffentlichen Mitteln. Das heißt immer noch nicht öffentlich. Ne? Besonders weil 90% der brasilianischen Studierenden, die an den öffentlichen Einrichtungen, an den öffentlichen oder an den staatlichen Universitäten studiert, an den privaten Sekundarschulen studieren. Also sie werden im privaten Bereich ausgebildet, damit sie die wenigen Plätze an den staatlichen Unis bekommen. Und die Ärmeren, die studieren an den öffentlichen Schulen und schaffen es dann nicht, mehr als 10% der Plätze an staatlichen Unis zu erreichen. Wir haben nur 18% der brasilianischen Studierenden zwischen 18 bis 24 Jahren, die an staatlichen Unis studieren. 18%. Bis zum Jahr 2020 werden wir ähnlich sein wie Paraguay. Das wird ein riesiger Erfolg sein für Brasilien. Argentinien ist weit vor, Chile ist weit vor, also die Hochschulausbildung, Landschaft Brasiliens ist schrecklich. Und bei uns haben wir das Spiel umgedreht. Bei uns studieren 90% als Quote, 90% der Plätze werden festgelegt für Studierende, die aus öffentlichen Einrichtungen kommen. Das heißt, eine historische Diskrepanz zu überwinden. Dann haben wir nochmal Quoten für Schwarzen, Quoten für Indianervölker. Und wir bauen jetzt einen eigenen Campus auf, nur für Indianervölker. Und auch einen eigenen Aufnahmeprozess, nur für Haitianer aus Haiti, die bei uns als Flüchtlinge sind. Also solche Initiativen führen dazu, dass man eine staatliche Einrichtung öffentlich macht, weil sie eigentlich nicht öffentlich ist. Man muss es öffentlich machen, was staatlich ist. Ja. Was kommt dazu? Also, Kampagne gegen Agrargift war noch nie so stark und mit so viel Unterstützung wie derzeit. Es gab auch noch nie so viel Gifteinsatz. 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist mehr als Wein. Jeder Brasilianer verbraucht mehr Gift, Agrargift, so einfach umgerechnet. Was offiziell verkauft wird, durch den Verband der brasilianischen Giftindustrie herausgegeben, jährlich. Wenn man das umrechnet, wie viel würde jetzt jeder Brasilianer davon verbrauchen? 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr ist Weltspitze. Nicht nur beim Fußball. Gentechnikfreie Regionen haben wir auch schon ein paar. Nicht auf Landesebene, wie gewünscht. Wir hatten ja fast es geschafft mit der Landesregierung Rio Grande do Sul, 98 bis 2002. Da kam diese ganze Schmuggel- und Maradona-Geschichte rein. Und dann kam es mit dem Bundesstaat Paraná. Lange Zeit ging es. Paraná ist der zweitgrößte Sojaproduzent Brasiliens. Andere Regierung dran, alles weg. Eigene Hafen, alles vorbereitet, geht nicht mehr. Der ganze Süden ist verseucht. Aber gentechnikfreie Regionen, auf Regionenbasis geht es. Saatgutbanken haben wir auch ein paar. Und die sogenannten Schützer der biologischen Vielfalt, die nehmen auch zu. Das sind Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich für solche Aktionen einsetzen, was für Brasilien was ganz Neues ist. Das ist für Deutschland vielleicht gar nichts Neues. Aber für Brasilien, in dem Land, in dem man schon oft gesagt hat, die Umwelt ist immer der Stein im Schuh der Wirtschaftspolitik oder sowas. Ne? So. Als nicht noch schlimmer formuliert wird, ne? Sage ich lieber nicht. Abranche, das ist der brasilianische Verein der gentechnikfreie Produzenten. Ja, sieht man, Monokultur. Gentechnikfrei heißt noch nicht frei von Agrargifte. Das heißt aber wenigstens kein Gentechnik veränderte Soja. Die Großbauern, besonders die Mato Grosso, setzen sich zusammen und nur so kann man von Donausoja reden. Muss man sich mal vorstellen, das reicht ja aus,
für ganz Deutschland, oder? 16 Millionen Tonnen Soja. Obwohl ich es immer noch für absurd halte, Soja aus Brasilien zu importieren. Auch wenn das Bio-Soja wäre, würde ich es für absurd halten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, da in Österreich Soja anzubauen. Ich habe es ja selbst gesehen. Auch in der Schweiz, auch in Passau, in der Gegend. Josef Fallmeier hat es mehrmals gezeigt. Sein Bauer, den ich da gut kenne. Aber der Verein hier sorgt ja für die freie Soja. So heißt die. Die freie Soja aus Brasilien ermöglicht es, dass Europa sich von der Gensoja freihalten kann. Also man braucht es eigentlich nicht. 16 Millionen Tonnen Soja pro Jahr. Und es nimmt ja zu, ist auch richtig. Auch die gesamte Produktion nimmt zu. Man will bis zum Jahr 2023, also in 10 Jahren, auf 92 Millionen Tonnen kommen. Wir haben jetzt 81 Millionen Tonnen, dann wären wir auch weltweit der größte Sojaproduzent. Teilnahme an Entscheidungskommissionen, das gab es auch noch nie. Dass jetzt die Zivilgesellschaft an Entscheidungskommissionen so stark teilnimmt wie unter dieser Regierung, jetzt sind es schon über 10 Jahre. Begleitung der Biosicherheitskommission, sonst könnte ich hier auch gar nicht über diese Agent Orange berichten. Also diese Sache kann man ja nur wissen, wenn man in der Biosicherheitskommission ist. Die ganzen Dokumente, die werden als Geheimnis behandelt. 10 Jahre sollen die geheim bleiben. Und man redet davon, die Gensoja sei ein Fortschritt für die Wissenschaft. Ja, wie soll man da hier Wissenschaft betreiben, wenn alles geheim bleibt? Die einzigen Studien kommen von den Konzernen selbst und die bleiben geheim. Ja, super. Bei der letzten Sitzung im November hatten wir einen riesigen Streit, ob die Daten, also die Ergebnisse von Monsanto über ihre eigenen Versuchen öffentlich sein können. Über das Scheitern ihrer Erfahrung wollen die nicht berichten. Für uns ist es doch wichtig, oder? Für die Wissenschaft ist es genauso wichtig, das Scheitern zu wissen, also das Scheitern zu beurteilen, als der Erfolg. Aber nur der Erfolg kommt in die Medien. Ganz wichtig. Der Druck auf Regierungen, Parlamente und Judikative, jetzt ist das Bild schon wieder draußen, ne? Diese neue Studiengruppe haben wir jetzt auch innerhalb der Regierung gegründet. Studiengruppe zur Agrobiodiversität gab es noch nie. Und das ist eine Position innerhalb der Regierung, also das Ministerium für Agrarentwicklung, das sogenannte Ministerium für die Kleinbauern. Es gibt ja eins für die Großbauern, das Ministerium für Landwirtschaft und das Agrarentwicklungsministerium sitzt da drin. Und dann auch nochmal das Umweltministerium und das Gesundheitsministerium. Haben sich zusammengesetzt und, naja, Studiengruppe zur Agrobiodiversität hat es noch nicht gegeben. Die Gründung neuer Universitäten und der nationale Plan zur Förderung der Agrarökologie. Gründung neuer staatlicher Universitäten. Was das heißt, für Deutschland eine Universität zu haben, in der es zum Beispiel bei Agrarwissenschaften nur Ausbildung für Wissenschaftler gibt, die sich mit agrarökologischen Methoden beschäftigen. Dass im Bereich Umweltingenieurwesen, gibt es das? Umweltingenieurwesen, man sich nur mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Dass man sich im Bereich der Wirtschaftswissenschaften mit Genossenschaftswesen beschäftigt, im Agrarbereich. Dass man sich in der Lehrausbildung mit der Ausbildung von Lehrern für den ländlichen Raum beschäftigt. Dass man sich im Bereich des Gesundheitswesens sich mit präventive öffentliches Gesundheitswesen beschäftigt. Und das wird vielleicht das große Motto des nächsten Wahlkampfes sein, das sogenannte Programm Mehr Ärzte für Brasilien. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Begriff ist. So ist das Umschritt, das Programm überhaupt.
weil 10.000 Reais, das 3.000 Euro pro Monat, einem Arzt bezahlt wird, der nicht in der Metropolestadt am Strand oder an den Hauptstädten arbeitet, sondern aufs Land geht, wo kein Arzt ist. Und wenn es nicht ausreicht mit den Brasilianern, dann kommen die aus dem Ausland. Natürlich ist dann die Streitfrage die aus Kuba. Die sind dann auch da. Also mehr Ärzte, die vor Ort da sein müssen, weil wir zu wenig Ärzte haben. Und zweitens Ausbildung von neuen Ärzten, aber mit einem neuen Konzept. Nicht für die Pharmaindustrie oder mit Krankenhäusern verbundene Medizin, wie wir es so in Brasilien bezeichnen, sondern diese präventive Methode, den Menschen vor den Krankheiten zu helfen, also sich mit Gesundheit beschäftigen und nicht mit Krankheiten. Und das ist auch, was wir als erste Universität Brasiliens machen, weil wir haben in dem Programm den ersten Studiengang Medizin im September jetzt begonnen. Und das ist der erste Studiengang Medizin Brasiliens, in dem nicht die Mehrheit der Studierenden Töchter oder Söhne von Ärzten sind. Ich habe mal gefragt, die erste Gruppe, die Konkurrenz war riesig. 13.180 haben sich angemeldet für 40 Plätze. Die größte Konkurrenz Brasilien, also keine Frage der Note oder sowas. Also es war schon Leistung wichtig, trotzdem die Quote, öffentliche Einrichtungen, Indianervölker zum ersten Mal, Schwarzen als Quote. Und jetzt die Frage, woher kommen Sie? Aus der Region, ein paar aus anderen Bundesländern. Was machen Ihre Eltern? Wer ist ein Sohn oder Tochter eines Arztes? Eine von den 40. Die Mehrheit sind Bauernsöhne, Sohn und Tochter von Krankenschwestern oder anderen Berufen. Ist einmalig für Brasilien sowas. Erste Woche Praxisarbeit bei Indianerreservaten, ärmsten Gebieten vor Ort, auf dem Land, um zu verstehen, was sind die größten Gesundheitsprobleme vor Ort. Naja, jetzt kommt die nächste Forschungsfrage schon. Was wird da geforscht? Eine der ersten großen Arbeiten da ist, was heißt es, Gesundheit, wenn das Wasser vor Ort mit Glyphosat vergiftet ist. Lange haben wir gewartet, bis mal endlich eine Universität da forscht. Und auch mal da forscht, was hat Ernährung mit Gesundheit zu tun? Was hat Landwirtschaft mit Gesundheit zu tun? So, jetzt komme ich dann zu dem anderen Vortrag, den ich eigentlich viel kürzer präsentieren werde. Was ist überhaupt diese sogenannte UFS? Universidade Federal da Fronteira Sul. Ja, das Bild ist jetzt weg. Super. Ich habe es mal versucht zu übersetzen, ne? Es kann ja sein, dass es jetzt nicht genauso ist, wie ich es mir auf Portugiesisch vorstelle. Zugang zur Hochschulbildung ist eine tolle Geschichte. Wir haben in Brasilien immer noch zu wenig, die zur Hochschulbildung kommen. Lehre, Forschung und Weiterbildung. Die meisten in Brasilien gehen nur in Forschung. Also das mit Weiterbildung ist auch sehr gering. Integration von Städten und Regionen. Förderung einer integrierten regionalen Entwicklung. Dieses volksnah weiß ich jetzt nicht, ob das richtig übersetzt ist. So volksnah soll heißen, dass es zwischen der Universität und der Gesellschaft nicht diese große Spanne gibt, diese Distanz, die ich weltweit erlebe, sodass die Probleme der Menschen gar nicht als wissenschaftliche Probleme aufgenommen werden. Weil das Wissenschaftler gar nicht in den Dialog kommen mit der Gesellschaft. Bildung kombiniert mit Nachhaltigkeit und Bewusstsein, Demokratie, Autonomie und Vielfalt, Bekämpfung sozialer und regionaler Ungleichheit,
und dass hier vielleicht eine der Gründungsmissionen, also Unterstützung der bäuerlichen Familienlandwirtschaft. Die ganze Region hier, man könnte sagen, das ist so groß wie Deutschland, das Gebiet. Also hier fängt es an im Norden, Laranjeiras do Sul, Bundesstaat Paraná. Das sind die drei südlichsten Bundesländer. Laranjeiras do Sul ist nördlich, Cerro Largo ist südlich. Diese Distanz hier sind 10 Stunden Autofahrt. Man sich mal vorstellen, wie weit oder wie groß die Region ist. Die Zentrale ist in Chapecó. Also dieses ganze Gebiet hier könnte ein eigenes Land sein. Diese Region ist die Region, in der die meisten Kleinbauern wohnen in Brasilien. An der Grenze zu Argentinien ist auch die Region, in der die Landlosenbewegung entstanden ist. Die große Gewerkschaftskämpfe auf dem Land, also die ganze Geschichte der Indianervölker hier, die Guaranis und Caigangues, auch die ganze Reservatenfrage. Hier die ganzen Studiengänge, es sind 43 Studiengänge. Es sind 8000 Studierende und man kann das alles jetzt schon studieren seit 2010. Immer ganz wichtig, ökologische Agrarwissenschaft kommt viermal vor. 2, 3, 4 in 4 Campi. Die Integration auch mit der Lehrausbildung und mit den Agrarwissenschaften. Wir haben dann auch postgraduale Programme, 17 sind es schon, und 4 Masterprogramme. Ganz wichtig, wir haben ein Masterstudium Agrarökologie. Das gibt es nur 2-mal in Brasilien. Und wir wollen jetzt auch eine Promotion in dem Bereich einrichten. Das ist einmalig für Brasilien. So Biomilchproduktion gibt es auch so oft nicht. Oder solche besondere Einrichtungen wie Umweltwissenschaft zum Beispiel gibt es bei uns auch sehr selten. Oder nachhaltige ländliche Entwicklung, Familienlandwirtschaft. Naja. Und Mitarbeiter, wir haben jetzt 25 Mitarbeiter, 448 Professoren, davon alles Ganzzeitprofessoren, also sie bekommen nur staatlichen Gelder. Kein einzigen Real von Unternehmen, also total von staatlichen Geldern. Ist auch gesetzlich vorgesehen, man darf hier keinen anderen Antrag haben, man kann hier nicht irgendwo anders arbeiten oder forschen. Das ist das, was ich vorher zusammengefasst habe, eine ganze Universität aufzubauen, die eine Chance hat, unabhängig zu sein oder unabhängig forschen zu können. Dann haben wir nochmal Stipendien für die Studierenden, also 5 Millionen Reais in diesem Jahr nur an Stipendien, weil es sind ja arme Studierende, also für Wohnung, für Transport, für Ernährung, wo wir jetzt auch dabei sind, diese Mensa-Geschichten aufzubauen. Unser Budget, vielleicht nicht so viel, wir sind im Jahr 2012 auf 154 Millionen gekommen, das ist immer per 3 umzurechnen, ne? Also ein Real, also ein Euro ist 3 Reais wert. Hier ein paar Bilder davon, wie es aussieht. In 4 Jahren schon alles aufgebaut. Es kommen immer zunehmend Delegationen, um zu sehen, wie man da alles schnell machen kann. Also die Gebäude sind dann auch, was Umwelt betrifft, mit dem Konzept der erneuerbaren Energien verbunden. Auch mit dem Wasser, also dass das Wasser wieder genutzt wird und diese ganzen Konzepte. Auch Mensa habe ich ja schon gesagt, mit ökologischen Produkten, ökologische Landwirtschaft. Wichtig ist es mir nochmal zu betonen, was heißt das? Landwirtschaft oder Wissenschaft im Bereich der Landwirtschaft anders zu gestalten? Das, was wir hier tun, ist eigentlich das, was Miguel Altieri, ein Chilener, mal behauptet hat. Würde die ökologische Landwirtschaft so viele Geldmittel haben, wie die traditionelle oder jetzt, sage ich nochmal, die Gentechnik dazu, ne, diese Art der Landwirtschaft bekommt, hätten wir
viel mehr Fortschritten gehabt und wir könnten auch sagen, der Ertrag in der ökologischen Landwirtschaft wird mindestens derselbe sein und vielleicht auch noch viel mehr. Die einzige Chance, die wir haben, eine Landwirtschaft zu betreiben, die nachhaltig ist, die nicht abhängig ist von fossilen Energien, die ja endlich sind, die in der Lage ist, weltweit die Menschen mit Ernährung zu versorgen und sagt auf die Weltgesundheit, Weltagrarberichte, Weltagrarbericht sagt, die FAO sagt es, das ist die einzige Chance, aus dieser Abhängigkeitsfalle herauszukommen. Dieses alles steckt in einer Art, anderes Wissenschaft zu betreiben, voranzusetzen. Also wenn wir in Brasilien es uns vorstellen, was heißt das, ökologische Methoden zu entwickeln, dann haben wir mindestens mit einer sehr wichtigen Frage zu tun, was heißt es, traditionelles Wissen in der Wissenschaft aufzunehmen. Das ganze Wissen der Indianervölker zum Beispiel. Das ganze Wissen der Bauern in den Jahrzehnten. Ich habe es mehrmals so formuliert, ein Bauer, der Gensoja anbaut, er wandelt sich von einem Bauer in einen Traktorfahrer um. Also er gibt das ganze Wissen auf, was er entwickelt hat, wie man Pflanzen kombinieren kann, wie Pflanzen miteinander zu tun haben, was Tiere mit Pflanzen zu tun haben. Also wie die Landwirtschaft von der Natur abhängt. Und wie viel mehr wir die Natur verstehen müssen, um landwirtschaftlich produzieren zu können. Also diese Voraussetzung, die in der Wissenschaft verloren gegangen ist oder irgendwie nicht mehr als Wissenschaft akzeptiert wird, das ist ja noch schlimmer. Also mir wurde es mal so gesagt, dass das Buch Die Saat des Bösen ja nicht wissenschaftlich sei, weil jeder Bauer es verstehen könnte. Also so weit kommt man mit Wissenschaft. Ich habe es ja gar nicht vor, die Saat des Bösen als wissenschaftliches Buch zu präsentieren. Es sollte ja ein verständliches Buch sein. Aber dass dann wieder die Frage kommt, es sei nicht wissenschaftlich als Ablehnungsstrategie. Das heißt ja eigentlich, man sollte Wissenschaft so formulieren, dass niemand sie versteht. Oder wenn man dann auf Karl Popper zurückgeht, ein sehr wichtiger österreichischer Wissenschaftler oder Wissenschaftsphilosoph, der hat es ja so zugespitzt, wenn man nicht in der Lage ist, es so zu formulieren, dass jeder es verstehen kann, dann wird man etwas vertuschen, man wird etwas verstecken, was man selber nicht weiß, also Ignoranz, oder man wird eine Arroganz damit verbinden, damit kein anderer mich kritisieren kann, und man verhindert dadurch den Fortschritt der Wissenschaft selbst. Also je klarer, je deutlicher, je verständlicher und je kontextbezogener ich eine Theorie formuliere, umso wichtiger ist es für den Fortschritt der Wissenschaft, weil es möglich ist, mich zu kritisieren. Und in dem Sinne ist die Falsifikation, die Kritik eigentlich, der wichtigste Teil in der Wissenschaft. Und dieser Teil wird heute ausgeschlossen. Im Bereich der Agrogentechnik wird die Kritik völlig ausgeschlossen. Noch nicht nur, auch nicht nur die Falsifikation schon vorher, also die Beweisbarkeit sogar. Also Popper sagte ja immer, vorher muss man eine Theorie beweisen, ne? Und so darstellen, dass es möglich ist, dass ein anderer Wissenschaftler es wiederholen kann, um festzustellen, ob das, was ich festgestellt habe, genauso feststellbar war oder anders. Und beide Theorien bleiben wissenschaftlich. Und dass es möglich ist, das, was ich festgestellt habe, abzulehnen in der Wissenschaftstheorie. Das wird in der Debatte ja im Agrogentechnikbereich nicht mehr möglich. Deswegen findet keine Debatte statt. Deswegen kommen die Professoren nicht zur Diskussion. Deswegen wollen sie auch gar nicht mehr diskutieren, weil sie davon ausgehen, sie wissen ja schon alles. Und das hat auch einen Grund. Man wird ja ausgebildet, um fast alles über fast nichts zu wissen. Und das heißt am Ende, ich kann so arrogant sein, um zu denken, nur ich weiß so viel über das Wenige.
Und andererseits bin ich so ignorant, dass alles andere, was ich nicht studiert habe, ich nicht verstehen kann und ein totaler Ignorant bin, also ein Fachidiot. Diese Art des Wissenschaften müssen wir von vornherein ablehnen. Und das hat mit dem Konzept dieser Uni zu tun. Dass man zunächst einen Mensch aufnimmt, der noch nie eine Chance hat zu studieren. 87% unserer Studierenden sind die erste Generation einer Familie, die zur Uni kommt. Das sind die Menschen, die auf dem Land leben, denen immer gesagt wurde, ihr habt keine Chance, weil ihr Bauer seid. Bauern bleiben auf dem Land, weil die anderen studieren gegangen sind. Also Bauern brauchen nichts essen. Bei uns sagt man, die können Kartoffeln pflanzen. Diese Bauernsöhne und Töchter kommen jetzt zur Uni. Wie gehen jetzt Wissenschaftler mit diesen Studierenden um? Das ist schon mal eine wichtige Frage, weil die wurden hier anders ausgebildet, um mit einem anderen Publikum umzugehen. Welche Voraussetzungen haben die jetzt? Und was wird daraus? Und das ist vielleicht die große Hoffnung, die mal Herbert Marcuse in Deutschland formuliert hat. Vielleicht kommt daraus die große Hoffnung. Wenn diese Menschen Zugang zu Bildung haben, und es verstehen, dass Wissen dazu beitragen kann, um zu verstehen, warum sie überhaupt ausgeschlossen sind, warum sie arm sind, warum sie überzeugt wurden, etwas zu tun, was eigentlich gegen sie selbst ist. Und wozu führt es, wenn sie in der Lage sind, Alternativen zu entwickeln, um aus dieser Unterdrückung herauszukommen? Und das ist dann die nächste Frage. Und dann verbindet man Agrarökologie, Genossenschaftswesen, diese ganzen Themen erneuerbaren Energien mit diesem Publikum. Also ist eine tolle Aufgabe, also eine sehr hoffnungsvolle Aufgabe, an der Leitung solches Projekt zu sein. Ich finde es immer von großer Bedeutung, wenn manche von außen uns besuchen. Wir hatten es jetzt schon mit mehreren Delegationen aus Bayern und Österreich, die kommen dann zu uns. Und dann lassen wir da bei uns die Ökobauern aus Deutschland mal reden. Und plötzlich werden wir auch noch verstanden, weil wir dieselbe Sprache reden. Also es ist schon mal wichtig, als Wissenschaftler festzustellen, dass es so etwas gibt, das weltweit verständlich ist, das Bauernsein. Das Bauernsein heißt aber nicht nur Bauernsein, das heißt gleichzeitig auch Umweltschützer zu sein. Dieses Umweltschützer zu sein, das jeder Bauer hat, in der Tradition, und deswegen komme ich zurück auf das traditionelle Wissen, weil ja auch jeder Indianer sagt, das Land ist die Mutter. Oder das ganze traditionelle Wissen basiert irgendwie auf der Erhaltung des Bodens. Man kann auch andere Theorien da entwickeln. Aber wichtig ist, diese Frage der Bodenerhaltung ist im traditionellen Wissen drin. In den Agrarwissenschaften, der modernen Landwirtschaft, in der man versucht, die Landwirtschaft an die Theorie der Agrarwissenschaften anzupassen, geht das verloren. Der Boden wird als Substrat betrachtet. Mehr Düngung, also mehr Ertrag. Als ob der Boden geschaffen werden könnte. Der bleibt aber trotzdem nicht schaffbar. Die Reaktionen der Natur sind ständig. Und dies zu begreifen, und dann kommt nochmal dieses Multidisziplinäre rein. Also, und das ist vielleicht das Wichtigste, zu verstehen, welche Beziehungen gibt es zwischen dem Wissen. Genau das Gegenteil von dem, was ich vorher über den Wissenschaftler gesagt habe, der nicht verstehen will, was passiert, wenn ein Hund, wenn ein Mensch oder ein Huhn oder ein Schwein diesen Mais frisst. Dass er der Frage gar nicht nachgeht. Das zeigt ja, dass diese Wissenschaft so reduziert ist, dass sie gar nicht mehr als Wissenschaft bezeichnet werden sollte. So reduziert kann es maximal zu einer Religion führen. Das heißt, ich muss ja glauben, was der alles verstanden hat über das Wenige, damit ich das alles verfolgen kann, was er da getan hat. Und alle, die das verfolgen, gehören zu einer Partei oder zu einer Religion. Das ist aber immer nur ein Teil. Und wenn dieser Teil noch nicht mehr von den anderen Wissenschaftlern verstanden wird und nicht mehr kritisiert werden soll als Grundsatz, dann haben wir wenig mit Wissenschaft zu tun. Und dann haben wir wieder mit Glaube zu tun, was ich auch nicht schlecht finde. Nur das Problem ist,
es wird den Wissenschaftler ja geglaubt, ohne dass man versucht zu verstehen, wie sie zu diesem Glauben gekommen sind. Und sie reden so Dinge wie Lösung für den Hunger. Ja, was sind das für Spezialisten für den Hunger, diese Genmolekularwissenschaftler? Verstehen die was von Hunger? Nein, überhaupt nichts. Die reden im Gegenteil. Alle, die sich mit Hunger beschäftigen, diese Soziologen oder sowas, die haben ja keine Ahnung von Technik. Also die sollten mal aufhören, mit dieser Ideologie gegen die Agrogentechnik zu sein. Was ist es dann für eine Ideologie zu sagen, dass die Gensoja aus Brasilien die Lösung für den Hunger in der Welt ist? Ist das jetzt keine Ideologie? So, was ist überhaupt Ideologie? Für mich ist es eine ganz einfache Frage, ist, wenn man Interessen mit Wissen verbindet. Interessen mit Wissen zu verbinden, heißt eine Ideologie zu bilden. Egal in welche Richtung. Ideologie heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist. Nur das Problem ist, wenn ich Interesse mit Wissen verbinde, dann gehe ich stärker dem Interesse nach. Und dazu suche ich mir Wissen, um diese Interessen zu legitimieren. Und nicht um nach Wahrheit zu suchen oder nach Lösungen zu suchen, sondern um die Interessen zu erhalten, zu befestigen. Und genau das passiert im Bereich der Agrogentechnik. Also es ist fast alles Ideologie, Ertrag zu propagieren, als große Lösung für die Landwirtschaft, wenn man doch weiß, dass die höhere Erträge zu niedrigeren Preisen führen. So weiß der Bauer gar nicht am Ende, ob er jetzt froh ist, wenn er mehr erntet oder traurig ist. Ne? Er ist einerseits froh, weil er mehr geerntet hat und dann hat er mehr vorzuzeigen als Bauer, hat so viel produziert, gleichzeitig weiß er aber dann auch, dass er dann weniger für das bekommt, als er weniger geerntet hat, wenn alle es machen. Also diese große Ideologie, die dahinter steckt, ist ja auch die Ideologie, die im Agrarbereich vielleicht die stärkste ist. Jeder Bauer soll immer mehr produzieren, als ob das ginge. Irgendwie geht das nicht mehr. Und wenn das nicht mehr geht, dann verbindet man das mit mehr Kosten. Und dann wird es auch schwieriger für die kleinsten Bauern. Und wenn genau die kleinsten Bauern es sind, die nicht mehr in der Lage sind, Großbauer zu sein, weil es ist die einzige Chance, die Betriebskosten zu verhindern, das heißt, mehr Land zu haben oder zu verpacken und das dann auf die Hektar zu verteilen, dann heißt es Konzentration am Land. Landkonzentration heißt gleichzeitig Landflucht. Und Landflucht heißt mehr Land. Und das haben wir weltweit erlebt. Also diese Logik gibt es ja in dem ganzen Prozess. Und ich weiß jetzt nicht, was die aktuellste Theorie wäre, um diese Theorie der Agrogentechnik zusammenzufassen. Ich habe am Ende ja in Deutschland immer gelernt, man soll jetzt am Ende zu einer Zusammenfassung kommen. Ich habe mal das schöne Wort Gentechnik verschlechterte Pflanzen gefunden. Gentechnik im Agrarbereich heißt, Pflanzen Gentechnik zu verschlechtern. Die sind nicht mehr in der Lage, so leistungsfähig zu sein, wie man das in der natürlichen Züchtung gemacht hat. Sie sind verbunden mit zunehmenden Kosten, weil die Chemiekonzerne das ja nicht umsonst machen. Drittens, sie werden von zunehmenden Schädlingen betroffen, die vielleicht noch nie als Schädlingen bezeichnet wurden vorher. Man produziert neue technische Probleme dadurch, also mehr technische Probleme als Lösungen. Und dann müssten wir die Frage beantworten. Warum sind gentechnisch veränderte Pflanzen anfälliger für Krankheiten und für Schädlinge? Weil wir wissen ja auch, dass Schädlinge eher auf die kranken Pflanzen gehen. Da hätten wir schon die Logik, man müsste herausfinden, warum sie eher krank werden. Warum werden die gentechnisch veränderten Pflanzen eher krank? Also, da gibt es ein Problem beim Gleichgewicht. Und da gibt es auch ein Problem, das vielleicht mit der Evolution zu tun hat. Es kann doch nicht sein, dass das Genom
nach Millionen von Jahren oder Tausenden von Jahren alles so zufällig entstehen lassen hätte. Dass es eine Gensequenz gibt an dem Konstrukt. Dass es so ist, wie man es in der Natur findet. Und wenn der Mensch so einfach hingeht und glaubt, jetzt kann ich mal ein Stückchen hier rausschneiden und ich baue das mal wieder ein in einem anderen Wesen. Dass das genauso reagieren würde, wie die Wissenschaftler sich es vorstellen. Dass das nicht funktionieren kann, müsste man von vornherein wissen. Dass das nicht geht, heißt, wir haben mit Gentechnik verschlechterten Pflanzen zu tun. Das ist meine Zusammenfassung. Und dann komme ich zum Schluss. Ja, wir haben natürlich ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um dieses Thema jetzt erstmal im Referat zu erläutern. Und natürlich wünschen wir uns eine Diskussion. Wir haben eigentlich den Zeitpunkt gesetzt 10:30, um es dann zu beenden. Und dann hätten wir jetzt eine gute halbe Stunde Zeit. Vielleicht reicht es. Und ich möchte trotzdem versuchen, eben um 10:30 ungefähr fertig zu werden. Und möchte die Diskussion gerne eröffnen. Wahrscheinlich erstmal auch vielleicht noch mit ein paar Nachfragen. Und zur Verfügung stehen gerne auch Annemarie Volling, Christel Konert, Klaus Lorenzen und ich werde versuchen, auch meinen Teil noch dazu zu geben. Und ich eröffne einfach erstmal vielleicht das Thema Nachfragen, vielleicht auch Gedanken, die durch den Vortrag von Herrn Andreoli jetzt entstanden sind. Und wir können das einfach so machen, die Akustik ist gut genug, es darf gerne so gefragt werden. Ich eröffne erstmal, vielleicht gibt es Nachfragen. Die Universität ist ja sehr neu gegründet und Sie haben, glaube ich, 450 Lehrkräfte da alleine. Findet man so viele Lehrkräfte, die hinter dieser Philosophie stehen oder muss man die alle umschulen oder umholen oder wie wird sowas gemacht in dieser kurzen Zeit? Eine Fachkraft sitzt hier, hier ist Pädagoge da. Lehrpädagoge da, Universität. Die Arbeitskräfte, die werden einfach als in dem Aufnahmeprozess aufgenommen, ist alles öffentlich, also es geht nach Prüfungen. Es gibt auch Tausenden von Kandidaten und dann werden die ausgesucht nach Prüfungen. Ist klar, dass die meisten nicht für Agrarökologie stehen oder für erneuerbare Energien oder für ganzheitliches, sage ich mal, präventives öffentliches Gesundheitswesen. Es geht aber nicht anders. Wir müssen die ja erst ausbilden. Woher nehmen wir die, die jetzt die anderen ausbilden, von denen, die da sind? Wir haben aber das Glück, dass es bei den Professoren, bei den Dozenten die Mehrheit aus Universitäten kommen, aus Einrichtungen, die zwar privatrechtlich zu bezeichnen sind, aber genossenschaftlich organisiert wurden, sogenannte kommunitäre Universitäten. So, da es noch nie eine Universität gegeben hat, haben die Bauern sich zusammengeschlossen in Genossenschaften und Gewerkschaften und so, also die Gewerkschaftsbauern bei uns, also diese ganze Bewegung, die haben kommunitäre Universitäten entwickelt. Da jetzt die staatliche Universität mehr zahlt natürlich, dann gehen die zur staatlichen. Also so nehmen wir die meisten Lehrer, die in der Geschichte der Region schon waren, und an diesen Unis gearbeitet haben, oder solche Leute wie ich, die in Österreich waren und dann sich sowas gewünscht haben und es noch nie hatten und wieder zurückgehen, oder andere, die ganz neu zur Region kommen und bereit sind, in diesem Konzept zu arbeiten. Was nochmal wichtig ist, die sozialen Bewegungen, die zur Gründung dieser Universität geführt haben, die sitzen ja auch im Universitätsrat drin. Die entscheiden ja auch, in welche Richtung die Forschung geht,
in welche Richtung die Lehre geht, in welche Richtung die Weiterbildung geht. Und diese ganzen Grundprinzipien, die werden ja auch festgelegt in großen Konferenzen, das muss man sich mal vorstellen. 6000 Menschen haben an Konferenzen teilgenommen, auf Basis, jeder konnte da teilnehmen und da haben wir bestimmt, was sind unsere großen Grundlagen. Und das steht jetzt mal fest. Also das kann sich ja ändern mit der Zeit. Viele fragen uns, wie lange hält ihr das aus? Ne? Alle setzen darauf, dass wir in den nächsten Jahren es nicht mehr schaffen würden und kommen konservativen Kräften oder sowas, die werden das versuchen zu zerstören. Also bisher haben wir immer noch eine Mehrheit an Lehrenden, die für das Konzept sind. Es kann sein, dass sich das ändert. Ich setze aber viel mehr Hoffnung auf das andere. Es kann sein, dass wir noch mehr Menschen erreichen, weil das einmalig ist. Wir erreichen da die Unterstützung auch der Stiftungen, wie zum Beispiel Paulo Freire Stiftung Brasiliens oder Leonardo Boff, diese ganzen Befreiungstheologen Brasiliens, die es in den 80er Jahren gegeben hat. Die sind jetzt alle bei uns und unterstützen uns da. Also was es an fortschrittlichsten Ideen gegeben hat in dem Land, noch lebenden Personen, die kommen da zu uns. Und wir freuen uns auch, wenn wir das in Deutschland haben und die zu uns kommen würden. Also Kooperationen zu beschließen mit Universitäten hier, freue ich mich, ne, wenn das gelingen würde. Also Kassel-Witzenhausen zum Beispiel und so weiter, dass wir diese Kooperationen stärken. Haben wir auch schon mit Mondragon, habe ich im Vorgespräch erwähnt, was für uns das erfolgreichste Modell der Genossenschaften in Spanien ist, im Baskenland. Also versuchen wir im Bereich der Agrarökologie in Córdoba zum Beispiel. Da in Andalusien gibt es auch ein großes Zentrum für Agrarökologie. Und wir versuchen uns zu verbinden natürlich, damit wir uns stärken. Okay, weitere Fragen, bitte. Ich möchte nicht zu sehr auf den hervorragenden Vortrag eingehen, sondern auf einen Punkt hinweisen, der etwa vor 180 Jahren begonnen hat. Das war genau der Punkt, als die Landwirtschaft bei uns nicht mehr ausreichend die Bevölkerung zu ernähren. Da ist man auf die Idee gekommen, das war ein Chemiker, wir müssen jetzt unbedingt etwas tun, dass der Boden, der nicht mehr genug liefert, ergänzt wird. Und wir begannen mit der Düngung. Und zwar mit der chemischen Düngung. Wir haben dabei übersehen, dass wir die physikalische Situation des Bodens gravierend verändern, konnten uns aber bis in die, sagen wir mal, die 1920er Jahre schleppen, wobei wir noch Industrieabfälle zusätzlich benutzt haben, um den Boden scheinbar zu stützen. Dann mussten wir feststellen, dass wir unbedingt die schwächenden Pflanzen mit Giften schützen müssen und dafür das Leben im Boden zerstören. Wir sind jetzt in der dritten Phase, dass wir wieder ein trojanisches Pferd brauchen, das wir vor das Publikum stellen, gefüllt mit ganz, ganz giftigen Inhaltsstoffen, nämlich aus Wirtschaft, aus Politik, auch aus Wissenschaft und alle Geheimdurchfeldtieren. Dass wir hier jetzt ein drittes Mal die Gentechnik vorgesetzt bekommen, die wir absolut nicht brauchen. Wir müssen zurück, das was Sie sagen, zurück zu den Quellen und den Biocharakter Boden beleben. Dann kriegen wir automatisch auch Gesundheit in die Pflanzen. Wir kriegen eine Resistenz gegen Krankheiten aller Art. Und ich habe ungefähr 60 Jahre lang geübt, das geht wirklich. Gut, das war jetzt keine Frage, sondern ein Plädoyer für die, sag mal, ökologische Landwirtschaft. Hier war eine weitere Frage oder Anmerkung. Ich habe es mir auch schon öfter überlegt. Mein Vater ist selbst Imker. Nur, es gibt keine Imkerbewegung, es gibt auch keinen Zusammenschluss. Die Frage kommt gar nicht. Obwohl ich da. Für wen genau, dass manche Länder dann
kritisch gegenüber den Unis sind, weil da geht es nicht voran. Ja, ich gehe schon mal davon aus, dass der meiste Honig, den wir haben, verseucht ist. Es wird aber auch nicht gemessen. Man muss sich mal vorstellen, das ist ja viel schlimmer. Es steht auf dem Maismehl drauf, dass es gentechnisch verändert ist. Und ich stelle mir immer vor, was passiert, wenn ich mit so einem Menschen reden würde. Ich habe das mehrmals versucht. Es passiert gar nichts. Er kauft es trotzdem. Das ist in Brasilien so, aber der Honig wird ja zum großen Teil exportiert. Ja, und dann kommt er hier an. Die Abnehmerländer, die gucken da ja noch schärfer drauf, vielleicht als die Brasilianer selber. Gibt es da auch keine Antwort oder keine Reaktion? Keine Reaktion. Ich habe das mehrmals beobachtet. Ich dachte immer, da kommt die große Reaktion, weil da ist es am Bemerken, ist zu bemerken. Es kommt ja auch gar keine große Reaktion derzeit. Was heißt das, gentechnisch veränderte Soja nach Europa zu exportieren? Das wird in Brasilien immer noch nicht ernst genommen. Zum Beispiel, es gab eine Reaktion von China auf eine Sorte von Monsanto, Intacta heißt die. Diese Intacta-Sorte wurde dann später von China zugelassen zum Import. Und der brasilianische Minister ist dahin gefahren und es gab eine große Lobbyarbeit. Und die Brasilianer sagten dann, oh, das ist doch toll, ne? Endlich haben sie es akzeptiert, das zu nehmen, was wir hier gar nicht erzählen. Aber diese Frage, wie sie so gestellt wurde, kommt bei uns nicht vor. Also ich kann sie gut verstehen. Ich würde sie auch als sehr wichtig betrachten. Nur die kommt zu keiner Bewegung vor Ort. Also es trifft nicht zu. Also es gibt nicht diese Verbindung, es schadet mir. Oder man könnte sogar sagen, es schadet dem anderen, den ich nicht sehe. Dies kommt manchmal vor bei den Bauern, die sich für sich selbst Soja anbauen, die sie selbst dann konsumieren, die dann gentechnisch frei sind. Aber exportieren die gentechnisch verändert. Beim Honig würde das ja nicht gehen. Ich würde jetzt für mich einen gentechnisch freien Honig produzieren und würde den anderen exportieren. Wenn man das trennen kann, dann kommt manchmal die Frage. Aber wenn man es nicht trennen kann, wie beim Mais zum Beispiel, da kann man es ja nicht trennen. Wenn der Nachbar es anbaut, dann ist meine auch Verschluss. So, da kommt die gar nicht auf die Frage. Dann wird eher daran geglaubt, das schadet ja nicht. Und die anderen werden es jetzt sowieso akzeptieren. Das hängt ja nur von Abkommen ab zwischen Regierungen. Aber ich kann zu dieser Frage wenig sagen, weil das bei uns keine Wirkung der Zeit hat. Ja, jetzt war dort hinten, Ulrike. Ja, ich glaube, das könnte man vielleicht von der Uni aufgreifen und daraus dann ein Studienprogramm machen, das nächste. Was? Eben nicht beschreiben. Ich hätte noch eine weitere Frage. Und zwar, würde ich mir jetzt sagen, wie weit ist eigentlich in Brasilien jetzt die Forschung vorangekommen, was die Korrelation zwischen Erkrankungen wie zunächst ist die Frage der Gesundheit schon verbunden in diese Kampagne gegen Agrargifte, ist schon stark in der Bevölkerung. Stärker bei Frauen als bei Männern. Ich glaube nicht nur bei uns so. Ich glaube weltweit so ein Phänomen. Auch die Förderung der Agrarökologie war ein Kampf der Landfrauen. Viel stärker als bei Landmännern oder Landbau insgesamt. Die Reaktion auf Studien ist aber sehr gering. Also man könnte sagen, dass es ein Bewusstsein gibt, so ähnlich wie beim Rauchen, da habe ich ja vorher das Beispiel. Ne? Obwohl die meisten es zugeben würden, dass Pestizide der Gesundheit schaden, liegen sie erst Wert drauf, wenn sie selber betroffen sind. Das ist aber auch nicht nur so bei uns, glaube ich. So, man sagt ja immer wieder, der Mensch ist bereit, es
präventiv zu behandeln, also sich etwas vordenken zu können, also, oder antizipieren. Die Bauern, die Biosoja angebaut hatten in Südbrasilien, als ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, die haben das getan, weil sie nicht mehr mit Giften umgehen dürfte. Als ärztliche Vorschreiben. Also nur dann fällt, sagt man in Brasilien, dann kommt man zum Nachdenken, also das Bewusstsein eigentlich. Wenn man das, was man sagt und denkt, mit dem übereinstimmt, wie man handelt und lebt. Dass das erst als Bewusstsein oder so zum Nachdenken kommt, wenn man davon betroffen ist. Aber viele sind davon betroffen. Ne? Ist schon komisch, wenn ein Bauer zu einem Nachbarn geht, der dann gestorben ist durch Symptome, die typisch sind für Vergiftung, und der dafür schuldig ist, ist der andere Bauer. Ne? Der geht dann dahin und naja, ich würde mir jetzt nicht so vorstellen, wenn einer einen anderen erschießt, geht er dahin zum Trauerfeier und ja, macht sich dann traurig und so, und er geht dann wieder nach Hause und glaubt immer noch daran, dass schlimmer war ja die Waffe und nicht er. Ne? Und so macht er es beim Gift. Ne? Der geht nach Hause und giftet weiter und vergiftet sich selbst. Und dann sieht er das nicht als Betroffenheit. Außer er hat Krebs zum Beispiel. Da kenne ich ein paar, die kommen dann auf diese Frage. Ich habe auch in der Biosicherheitskommission Kollegen, die haben Krebs und die stellen es sogar fest, sie schließen es nicht aus, dass es durch Pestiziden war, und trotzdem kommen sie zu dieser tollen Aussage, es geht aber nicht anders. Wir müssen doch die Menschheit ernähren und ohne Gifte würde das nicht gehen. Also. Trotzdem hat sie diese tolle Antwort als Wissenschaftlerin, obwohl sie dafür zuständig ist, also diese Verantwortung. Oder dieses Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, oder muss man sagen, also das steckt selten drin, wenn gesagt würde, Glyphosat führt zu Krebs zum Beispiel. Na ja, Glyphosat. Ja, es gibt aber auch Schlimmeres, sagt der andere schon. Na ja, es war auch schon viel schlimmer früher, ne? Na ja. Also, okay. Eine weitere Frage, dann, ja, Entschuldigung. In Lateinamerika sind zwei Wissenschaftler sehr bekannt für Berichte, die ganz aktuell sind. Einer heißt Walter Benge und der andere heißt Andrés Carrasco. Vielleicht ist Andrés Carrasco der berühmteste, weil er ja verfolgt wurde und nicht mehr forschen durfte, weil er festgestellt hat, dass Glyphosat zu, wie sagt man das, Missbildungen und Krebs und eine ganze Palette von Krankheiten verursacht. Und er hat jetzt vor kurzem in Brasilien berichtet, als wir 10 Jahre Gentechnik diskutierten, nicht feierten, also diskutierten, andere feierten es. Und es gibt im Parlament in Brasilien einen Versuch, es zu erleichtern, mehr Gifte zuzulassen und besonders Gifte, die verboten sind, aus Argentinien, aus Paraguay, aus Bolivien, die schon sowieso eingeschmuggelt werden, dass es erleichtert wird, sie jetzt gesetzlich und legal zu importieren. Also, es geht ja ganz auseinander. Also je mehr Studien wir jetzt haben, umso mehr Druck wird es im Parlament geben, Agrargiften zuzulassen.
Also im Gegenteil. Und die Leute im Gesundheitsministerium, die sitzen dann auch im Biosicherheitskomitee da drin, und die meistens, wenn es zu Entscheidungen kommt, dann sind sie nicht dafür und auch nicht dagegen. Die stimmen dann neutral oder die äußern sich gar nicht dazu. Also es ist schon eine besondere Frage. Wir haben zunehmende Studien dazu. Und die Gesetze gehen gerade in eine andere Richtung. Jetzt war hier vorne erstmal noch. Ja, Deutschland importiert Tierfutter aus Südamerika, wo die Menge Mais und Soja zugehören. Und ich muss ehrlich sagen, ich war immer der Überzeugung, dass im Grunde das ganze Fleisch ungefähr, was wir in Deutschland essen, eigentlich genverseucht ist durch dieses Futtermittel. Sie sagen jetzt, die Großbauern im Grunde, die bauen heute mehr wieder konventionell an, nicht mehr diese genveränderten Geschichten. Heißt das auf Deutsch gesagt, dieses Futter aus Südamerika ist besser geworden in der letzten Zeit als früher, in der Zwischenzeit? Schwierige Frage, aber es ist immer so die Frage, wollen Sie dann wieder zur konventionellen Landwirtschaft zurück? Ich will ja eigentlich nicht so der große Unterschied zwischen gentechnisch verändert und konventionell nicht gentechnisch verändert beschreiben, sondern ich gehe immer davon aus, dass die Gentechnik mit dem Einsatz von Agrargifte zusammenhängt. So ist das kein großer Unterschied, außer dass es nochmal schlimmer ist. Also eine Vertiefung des Einsatzes von Agrargifte. Oder der Agrargift wird durch die Gentechnik nochmal mehr eingesetzt. So könnte man davon ausgehen, dass es Gifte gibt, die viel schlimmer sind als Glyphosat, die bei der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden. Durch Schmuggel aus Paraguay zum Beispiel. Und das ist auch in Mato Grosso zu finden. Das ist an der Grenze zu Paraguay. Trockene Grenze sogar. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass jeder Bauer, der gentechnisch veränderte Soja anbaut, unbedingt Glyphosat spritzt. Und wenn Agent Orange resistente Pflanze auch zugelassen wird, dann wird es auch mit diesen Rückständen kommen. Also bei der gentechnisch veränderten Soja sind wir schon sicher. Also es gibt keinen Bauer, der jetzt gentechnisch veränderte Soja anbaut und darauf verzichten würde, Glyphosat da drauf zu spritzen. Theoretisch ist das ja wohl möglich, oder? Aber das gibt es ja in der Realität nicht. Aber absurd ist, in der Biosicherheitskommission betrachtet man das als getrennt. Also die Biosicherheitskommission beschäftigt sich mit Gentechnik und nicht mit Agrargiften. Also nichts mit Roundup, das ist ein anderer Bereich. Also wir haben das nur mit Gentechnik zu tun. Wenn wir feststellen würden, dass die Gensoja an sich nur wegen der Genveränderung Schaden verursacht, dann könnten wir sagen, sie ist schlimmer, schlechter. Ne? Aber wir wissen es ja schon. Also von daher können wir sagen, dass jede Gensoja, die hier importiert wird, Rückstände von Agrargifte hat, mindestens von Glyphosat. Könnte sein, dass konventionelle Soja auch Rückstände hat von viel giftigeren Stoffen, die hier auch gemessen werden müssen. Okay? Also ist die Frage zweideutig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die konventionelle Soja, die nicht gentechnisch veränderte, besser wäre, aber ich bin mir sicher, dass die gentechnisch veränderte Rückstände hat. Also nur das kann man zu dem Thema sagen. Ja, ich wollte vielleicht an dieser Stelle mal kurz ergänzen, dass wir die Diskussion, die wir im Frühjahr hatten mit Felix zu Löwenstein, da ging es um das Thema Food Crash. In Zukunft werden wir uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Auch dort wurde ja genau diese Thematik angerissen. Und man muss dazu einfach sagen, wir befinden uns ja auf einem Weg. Nicht ohne Grund gibt es jetzt eine Bewegung, wir haben es satt. Und all das, was hier an Vernetzung in den letzten Monaten, in den letzten Jahren stattfindet. Und da geht es darum, dass wir einerseits eine bäuerliche, eine familiengestützte Landwirtschaft wieder in den Bereich bringen wollen, wo wir auch deutlich sagen, das ist eine lebenswerte, eine nachhaltige Landwirtschaft und gleichzeitig die Biobauern, sage es jetzt mal pointiert, sich mit der bäuerlichen Landwirtschaft in einem gewissen Sinne auch verständlich und sinnvollerweise solidarisieren, um insgesamt eine Entwicklung zu bewirken, die vielleicht zu einer größeren Nachhaltigkeit oder hoffentlich zu einer größeren Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft auf unserer Welt führt. Und mich würde, wenn ich darf, eine Frage da
sehr reizen. Wir haben jetzt gehört, dass der Süden Brasiliens, das ist richtig, der kleinere Teil, ein flächenmäßig wahrscheinlich ein Zehntel oder was könnte man sagen, die drei oder diese Region, die so groß ist für die Bundesrepublik, wie viel Fläche ist das von Brasilien? Ich kann nochmal zurück zu dem Bild kommen. Ganz Brasilien, in ganz Brasilien passt die Bundesrepublik Deutschland 25 Mal rein. Okay. In ganz. Dann. So ist der Teil hier unten, Rio Grande do Sul und Santa Catarina, die Bundesrepublik Deutschland. Gut. Dann haben wir nicht das kleine Bonum, sondern ein bisschen mehr ist es ja. Und ich würde einfach in diesem Zusammenhang, würde mich interessieren, das, was dort passiert, Sie haben es ja beschrieben auch als ein Umdenken in Richtung jetzt auch ökologische Landwirtschaft. Damit verbunden ist für mich, soweit ich das richtig verstanden habe, dass dann beispielsweise Aspekte der Fruchtfolge eine große Rolle spielen, Aspekte überhaupt der Wirtschaft in dem eigenen Land, würde bedeuten, aus dieser Region kommt vielleicht gar nicht dann das hier derzeit so begehrte gentechnikfreie Soja hier rüber zu uns, sondern es wird einfach weniger Soja werden und es wird andere heimische und dann auch den eigenen Kreislauf, Wirtschaftskreislauf bedienende Pflanzen werden dort wieder wachsen. Das ist ja sicherlich etwas, also was, das sind so zwei Themen, die sich so ein ganz bisschen nicht widersprechen, aber Probleme aufweisen, weil wir ja derzeit wirklich hier die Diskussion haben, gibt es hier für die, ich sage jetzt betont auch konventionelle Landwirtschaft, überhaupt noch gentechnikfreies Soja? Das ist ja auch eine Fragestellung, der wir uns immer wieder stellen, beziehungsweise was tun wir, um Soja überhaupt zu ersetzen hier bei uns? Und dann befinden wir uns noch immer nicht im ökologischen Bereich, sondern einfach in dieser Übertragung, was können wir tun? Und meine Frage, der Rest Brasiliens, die jetzt gentechnisch verändertes Soja anbauen, gibt es da eine Hoffnung, dass sozusagen das, was im Süden passiert, sich so massiv durchsetzen wird, dass der Rest Brasiliens noch zu retten ist? Oder ich sage das so salopp, oder was haben Sie für eine Empfindung? Diese Möglichkeit, die Kleinbauern in Brasilien zu unterstützen, damit sie nicht gentechnisch verändertes Soja produzieren, gab es 1998 bis 2002 in diesem Bundesland. Da gab es die Chance, sich hier frei zu halten. Die Landesregierung hatte das vor. Und später in Paraná. Warum rede ich von dieser Region über die ganze Zeit? Nicht nur, weil die Universität da ist, sondern weil hier die Sojaproduktion begonnen ist. Begonnen wurde und hier die Kleinbauern wohnen. Also es gibt keine Region in Brasilien, wo so viele Kleinbauern sind wie in dieser Region. Das Dumme ist, hier gibt es fast 100% Gensoja. Jetzt. Also genfreie Soja gibt es in Mato Grosso, hier nach oben, wo die Sorten von Argentinien nicht gedeihen konnten und anderen Sorten erhalten wurden. Das heißt jetzt, hier wird für Soja keine große Chance mehr sein, außer diese Bauern werden sich wieder umstellen. Dieses Umstellen ist aber auch ein Problem. Wir wissen ja wissenschaftlich gar nicht, ob das wieder geht. Zweitens werden wir hier auf eine diversifizierte Landwirtschaft setzen. Die Agrarökologie setzt ja auch auf regionale Märkte. Also das heißt, andere Produkte anzubauen. Also die Gensoja würde hier eine ganz geringe Rolle spielen, außer symbolisch. Also wenn man sagt, die Bauern hier haben aufgehört, warum tun die Bauern das hier auch nicht? Und die hören ja nicht auf, also die würden ja gentechnisch frei produzieren, weil es in Europa eine Chance gibt und diese ganze Geschichte. Aber die Unterstützung hier, die hängt viel mehr mit einer diversifizierten Landwirtschaft zusammen, weil es wird sowieso mit der Monokultur der Soja für die Kleinbauern ein Problem. Also es war für mich nie eine Lösung. Wir hatten mal in Locum, der Evangelischen Akademie, ist diskutiert, ob eine nachhaltige Sojaproduktion aus Südbrasilien eine Chance wäre. Dann haben wir festgestellt, das wird sowieso nicht nachhaltig, das Ganze. Also es ist keine große Chance, hier gentechnikfreie Soja zu kaufen, damit man diese Bauern damit unterstützt. Vielleicht ist es eine größere Chance, dass sie gar nicht mehr Soja produzieren, dass man gar keine mehr importiert, als dass man durch diese Weise hier einen Beitrag leistet. Ja, wir betrachten ja hauptsächlich
hauptsächlich das aus der Perspektive der Landwirte. Und man hat ja den Eindruck, dass viele Landwirte sich wirtschaftlich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie im Grunde nachhelfen müssen, um die Erträge zu verbessern. Ich weiß, dass auf Fehmarn vor 30 Jahren das ein Rekordjahr war, wenn 60 bis 70 Doppelzentner pro Hektar geerntet wurden. Und heute liegen die bei 100 bis 110 Doppelzentner pro Hektar. Ja, also das heißt 10 bis 11 Tonnen pro Hektar. Und das ist ja auch darauf zurückzuführen, dass dann Besorgen eingesetzt werden. Das heißt, wir haben heute ja eigentlich nicht mehr unbedingt dieselben Produkte. Also das Endprodukt, das Brot, was gebacken ist aus vielen Materialien, ist nicht das gleiche wie früher. Aber der Kunde, der Verbraucher, der kann es nicht erkennen. Ist es nicht sinnvoll, die Geschichte nicht nur aus der landwirtschaftlichen Perspektive zu betrachten, sondern auch diesen Ansatz zu verfolgen, wie schaffen wir das, dass mehr Menschen die Produkte, die wertvolleren Produkte kaufen und nicht die gentechnisch verschlechterten Produkte kaufen. Landwege ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das jetzt regional schaffen kann. Aber das ist ja noch viel zu wenig. Das müsste man ja in viel größeren Umfang schaffen. Und ich denke, ein großes Problem dabei ist einfach die Transparenz. Wenn ich ein Landwirt kann jetzt 60 Doppelzentner produziert auf seinem Hektar, kann er sozusagen nicht für einen höheren Preis verkaufen als jemand, der 100 Doppelzentner produziert. Aber der 60 Doppelzentner produziert, hat ein ganz anderes Produkt. Ist es nicht ein Ansatz, dass Sie innerhalb der Produkte, also mehr differenzieren, dass Sie zum Beispiel Ihre Forschung auch dahingehend betreiben, dass Sie am Endprodukt, am Brot, Tests entwickeln, dass man herausfinden kann, ist das jetzt wirklich ein höherwertiges Produkt oder ein weniger höherwertiges Produkt. Das fehlt eigentlich heutzutage. Ich denke mal, durch das Endprodukt, durch die eine Erzeugung von Transparenz am Endprodukt, kann man vielleicht auch mehr Konsumenten davon überzeugen, ein bisschen mehr Geld für gute Produkte auszugeben. Ja, das geht mir jetzt zu sehr in Richtung Qualität, die ich messen kann, weil das mein Leben die Ernährung besser ist. So habe ich das jetzt irgendwie verstanden, ja, dass man da irgendwie die Qualitätsparameter nimmt, um zu sagen, dieser Weizen ist besser. Und ich glaube, dass der Weizen noch ganz andere Werte beinhaltet, die nicht messbar sind, sondern sie eher ausdrücken in Regionalität oder ich kenne den Bauern, ja, oder ich weiß, wie das mit der Natur ist. Also, prozessorientierte, dazu gucken, als das produktorientierte. Ne? Ich fand vorhin noch, ich würde gerne dazu sagen, schön, wie Sie das ausgedrückt haben, dass es eine Universität ist, mit meinen Worten jetzt gesagt, die so eingebettet ist in die Bevölkerung. Ja? Dass es nicht so ein Elfenbeinturm ist, genauso wie Ökolandbau eingebettet ist in die Natur, ist das eine Universität, die eingebettet ist in die Bevölkerung. Und so empfinde ich auch das Getreide, was so beschrieben wurde, ja, wenn das so geerntet wurde, eingebettet in dieser Region, sind das für mich ganz wertvolle Kriterien, die für alles, so, was wir bisher als wissenschaftlich messbar kennen, hinausgehen. Ja. Dazu auch ganz direkt. Das Problem ist doch, dass wir mittlerweile so abgestumpft sind, dass wir unser Sinnesorgan nicht mehr benutzen können. Sie können heute auf den Markt gehen, Sie können auf den Großmarkt gehen, das Produkt, das duftet, ist mit Sicherheit ein Kühlprodukt, das was nicht riecht, ist gut und wo auf Glasfolie gezogen, denkt man an Tomaten, denkt man an Gurken, gehen wir weiter zu Obst, das geht genauso. Also das heißt, die abgestumpften Sinne sind das, was man jetzt aktivieren muss bei der Bevölkerung, damit sie unterscheiden kann, was ist die letzte, was ist die Steckerpolitik. Bei mir zu Hause, wenn da etwas auf den Tisch kommt, was geschmeckt, was ich gleich muss, gekauft worden ist. Tut mir leid. Aber was ich noch sagen wollte, ist ein Anlaufen. Das 2,4-D ist ja insofern ein maskierischer Stoff, weil bei der Herstellung gleichzeitig Dioxin mitkommt. Dieses Dioxin ist eine unendliche Konzentration auf hochgiftig zusätzlich krebserregend. Was wir aber auch nicht wissen oder nicht beachten, wir haben eine Altlast, die weltweit gegeben ist und nicht
Deutschland die Pestizide in der schon an endlichen Mengen eingesetzt worden. Wir haben zwar jetzt bei uns ein Bodenschutzgesetz und wir haben auch ein Altlastenkataster, aber mir ist aufgefallen, dass die Pestizide, die als Altlast bei uns in den Böden sind, nicht aufgeführt wurden. Obwohl wir eine wissenschaftliche Arbeit haben, die ein Professor aus Freising veröffentlicht hat, Biochemie des Bodens, dann hat man festgestellt, dass nach 10 Jahren, das Buch ist 95 rausgekommen, dass 10 Jahre und ältere Böden destilliert noch völlig unzersetzte Pflanzenschutzmittel wieder hergeben, die in die Böden gebracht worden sind. Das heißt, der Glaube, den man der chemischen Industrie jahrzehntelang gepflegt hat, die Stoffe, die in den Boden überführt werden könnten, im Boden wieder umgesetzt werden und sind unschädlich, der Glaube stimmt nicht. Die Arbeit dazu, die ich gemacht habe, ist kassiert worden, das kann ich gleich dazu sagen. Ich habe festgestellt, unter welchen Bedingungen solche Umsetzungen möglich werden. Die Doppelarbeit ist gekanzelt. Was aber noch eine Rolle spielt, dass jetzt praktisch der gesamte Überbau und der gesamte Biobau auf dieses System aufsetzen muss und nicht weiß, wie es handeln kann. Es gibt auch Methoden, die es handeln könnten, sie müssten in Ihrer Universität entwickelt werden. Da sollten Sie sich vielleicht dann direkt zusammentun. Wir sind jetzt ein bisschen schon an 10:30 ran. Hier vorne, Annemarie wollte, glaube ich, auch vielleicht noch einen Standpunkt darstellen und dann ist dort noch eine Frage und wir sollten dann vielleicht noch zu einer Schlussbewertung kommen. Annemarie. Ja, das eine, was ich sagen möchte, sollen wir auch für Soja total verzichten hier? Ich selber finde das auch. Wir sollten keine Soja importieren, weil das große Schäden bei euch anrichtet. Und wir brauchen so viel Soja, um diese Fleischproduktion, die wir im Moment haben, also wir produzieren sowieso viel zu viel, wir produzieren Billigfleisch unter blöden Bedingungen für die Tiere, das muss sowieso alles geändert werden. Aber wir können, also entweder werden wir von 0 auf 100 Vegetarier, dann brauchen wir keine Eiweißimporte mehr, das wäre gut. Ich weiß nicht, wie viele Leute von Ihnen tatsächlich vegetarisch leben. Weil wenn wir das mit einheimischen Eiweißfuttermitteln machen wollen, die gibt es ja durchaus hier. Es gibt Leguminosen, die selber Stickstoff binden. Dann haben wir auch das Problem mit den synthetischen Düngermitteln nicht mehr. Wir können es umstellen. Man kann das nicht 1:1 machen. Man muss da fütterungstechnisch sehr aufpassen. Aber es ist durchaus möglich nur. Die Leguminosenzucht ist hier total vernachlässigt worden. Die Sorten, die es gibt, die sind wenig ertragreich, die haben ganz viele Probleme, auch für die Tiere. Das heißt, hier muss erstmal ganz viel investiert werden, auch an Zucht und natürlich auch bei den Bauern ein bisschen nachgeholfen werden, dass dieses Wissen, was bei denen nämlich auch schon verloren gegangen ist, wie geht man überhaupt im Leguminosenanbau um, durchaus verloren gegangen ist. Es gibt noch wenige, die das tun, im Ökobereich wird das ja gemacht, aber bei den konventionellen ist das schwierig. Also von 0 auf 100 finde ich das schwierig und deshalb finde ich, ist gentechnikfreie Soja hier erstmal für die konventionellen Bauern zu bekommen, eine erste Möglichkeit, um überhaupt wegzukommen von diesem. Es gibt sowieso nur noch, das wird uns Bauern hier nämlich immer vermittelt, es gibt sowieso nur noch Gentechnik-Soja, also braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Es ist total schwer, an gentechnikfreie Soja hier zu kommen. Das ist das eine. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass wir in Europa ja, wie es so schön genannt wird, auf einer Insel leben oder die Gentechnikbefürworter sagen immer, wir sind nicht auf einer Insel, aber bislang waren wir es vielleicht. Der Anbau in Europa ist ziemlich gering, was Gentechnik angeht, 0,1% der europäischen Ackerfläche, vor allem MON 810, also ein gentechnisch veränderter Mais, der auch so ein Insektengift produziert. Das könnte sich aber bald ändern, weil die EU-Kommission sich jetzt überlegt hat, dass sie einen neuen Gentechnik-Mais auf europäische Äcker bringen will. Der heißt 1507, ist von Pioneer, ist auch gegen den Maiszinsler resistent, aber auch gegen einen Giftstoff, und zwar nicht gegen Glyphosat, davon haben wir schon was gehört, sondern gegen Glufosinat, das ist der Wirkstoff, dahinter steckt ein anderer Konzern, der heißt Bayer. Aber dieses Zeug, will ich es mal nennen, ist wesentlich giftiger als Glyphosat. Und ich finde, wir müssen das verhindern, dass Europa diesen Mais zum Anbau zulässt. Und deshalb müssen wir jetzt auf unsere Bundesregierung einreden, weil die nämlich noch abstimmen kann im Umweltministerrat,
ob sie dafür oder dagegen ist. Deshalb habe ich eine kleine Unterschriftenliste mitgebracht, das wollte ich loswerden und ich finde es toll. Ist das dieselbe? Die liegt da auf Tisch, das heißt Nein zu 1507. Können Sie sich gerne abholen und auch zu Hause verteilen und dann vor allem, nee, das ist eine andere. Es gibt so viele Unterschriftenlisten. Und vor allem mitnehmen und an die Spitzenkandidaten schicken, die jetzt ja überlegen, ob sie es im Koalitionsvertrag den Anbau verbieten wollen. Aber dann ist auch die Frage, wie stimmen Sie in Europa für oder gegen Zulassung? Also ja, genau, das ist von meiner Seite. Ja, ich glaube, das war auch, Jürgen möchte schon den Abschlussapplaus bringen, das war auch so ein bisschen das, worauf ich vorhin abzielte, als ich fragte, ist das jetzt der Bereich, wo dann Gentechnik frei ist? So, ja, ist ja nicht. Wir haben jetzt gelernt, es gibt eine andere Region in Brasilien, wo eben Gentechnik frei ist, so ja, ist richtig, in großen Mengen angebaut wird. Und mich natürlich würde sehr stark interessieren, gibt es da Gedanken, genau in dieser Region auch ein Umdenken, vielleicht als Vision in Zukunft hinzubekommen, wo es darum geht, auch dort eine nachhaltige, denn nachhaltig ist es noch lange nicht, wenn es einfach nur gentechnikfrei ist, eine nachhaltige Landwirtschaft zu installieren. Also das würde mich einfach interessieren, weil das in der Logik für mich das fortsetzen würde, was Sie sehr vehement in Brasilien hier fördern. Das wäre meine Frage. Vielleicht auch eine andere Frage, die damit zusammenhängt. Was hat dann bäuerliche Landwirtschaft mit Agrarökologie zu tun? Ich gehe davon aus, dass die Bauern, so als Bauern bezeichnet, nicht nur als Produzent, das Bauernwissen, also der Mensch, der nicht nur produziert, sondern auch selbst verzehrt, was er produziert, nicht nur ein Investor ist, sondern auch von dem lebt, was er da produziert und nicht so einfach abhauen kann, wenn es da nicht mehr lohnt, sich nicht mehr lohnt. Ein Mensch, der da auch sich wünscht, dass die Kinder da weiterarbeiten können als Kinder, Töchter und so weiter, dass das nachhaltig ist, also dieser Gedanke der Familienlandwirtschaft, dass das eigentlich näher liegt zur Agrarökologie, als dass wir einen Großgrundbesitzer aus Mato Grosso zu dieser Alternative hinkriegen. Also deswegen ist ja der Schwerpunkt hier. Und deswegen würde ich auch nicht sagen hier, dass jetzt alle gentechnikfreien Sojaproduzenten Brasiliens Großgrundbesitzer sind. Es gibt ja immer noch die hier Widerstand leisten, hier nicht mehr, aber hier noch, weil hier ist ja auch der Norden von Paraná eine Möglichkeit gewesen, hier sich frei zu halten, diese ganze Geschichte mit den Regierungen damals, mit dem Hafen von Paranaguá, im Copa und das alles ist hier aus Paraná entstanden und es ist auch der dritte größte Sojaproduzent Brasiliens, dieses Bundesland. Also hier gibt es auch noch Kleinbauern, die Soja produzieren. Aber ich würde keine große Hoffnung auf die Agrarökologie in dieser Region legen, weil auf einem, muss man sich mal vorstellen, 270.000 Hektar, wie groß ist das? Da wird nur eine Pflanze angebaut, die heißt Soja. Ob das ökologisch ist, egal wie jetzt. Mit Pestiziden, ohne, also ohne geht es glaube ich gar nicht. Ne? Also das ist, was in Mato Grosso stattfindet. Also ich glaube, das ist auch das, worauf Annemarie abzielte. Hier ist ja insgesamt sind wir auf einem Weg, den wir beschreiten wollen, um die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft der Erde, die Zukunft der gesunden Böden zu entwickeln. Und dieses, was wir heute hier, ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen für den tollen Vortrag. Das, was wir gehört haben, ist ein Part dessen, was uns in Zukunft erwartet. Und ich kann eigentlich nur immer wieder feststellen, diese Komplexität dessen, was uns umgibt, was uns täglich tatsächlich beschäftigen könnte und es teilweise auch tut, ist etwas, mit dem wir uns nicht alleine befassen wollen, sondern wir müssen es zu einem Thema, einem großen Thema in der Politik machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren das mehr geworden ist und dass es sich nicht jetzt so leicht auf europäischer oder auch auf größerer Ebene mal kurz irgendwas abhandeln lässt, denn vieles ist transparent geworden, vieles ist offensichtlich geworden, die Menschen machen sich mehr Gedanken und es ist auch notwendig. Und wir können nicht dort stehen bleiben, wo es daran heißt,
jetzt ist alles gentechnikfrei, sondern es geht auch eine ganze Ecke weiter. Das wäre von meiner Sicht das, was ich denke, was notwendig ist und was mich auch immer wieder antreibt in diese Richtung Regionalität, Saisonalität, Ökologie zu denken, aber dabei auch nicht zu vergessen, dass wir eine bäuerliche Landwirtschaft haben, die gerne diesen Weg mit in die Richtung gehen, wenn es denn nur faire Bedingungen dafür gibt. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Zusammenfassung nochmal anstelle. Ich frage jetzt nochmal, wir wollen es gerne beenden, ist von eurer Seite etwas, was ihr noch ergänzen wollt? Dann herzlich, aber natürlich, das Schlusswort gehört Ihnen und an dieser Stelle allen, die heute so tapfer bis jetzt nach 10:30 durchgehalten haben, auch vielen Dank. Zwei große Ansätze, die hier ganz neu sind und vielleicht von großer Bedeutung. Erstens, die Regierung nimmt die Produktion von diesen Bauern auf und hält sie fast aus der sogenannten Marktwirtschaft. Okay? Diese kleinen Bauern werden derzeit vor die Regierung produzieren. Das wird an Schulen, an vielen, also das Programm Null Hunger für die Bekämpfung des Hungers Brasiliens gesteuert. Das ist das Erste. So hängt es jetzt nicht von der Kaufkraft der Konsumenten ab. Und zweitens, um das zu tun, braucht man viel mehr Wissen als bisher. Um ökologisch zu produzieren, braucht man mehr Wissen. Also nicht, dass man hier denkt, einfach auf ein Bauernleben zurückzugehen, sondern das Fortschrittliche hier ist, wir bilden ab 2014 200 neue Agrarwissenschaftler aus, die hier in der Region nur im Fachbereich Agrarwissenschaften sind. Wir haben ja auch Ernährungswissenschaften und so weiter. 8000 insgesamt, die hier einen Beitrag leisten, damit man hier vor Ort gesunde Lebensmittel produziert und dass man hier dazu einen Beitrag leisten kann, damit die Bauern hier nicht aufhören, weil hier haben wir ja sie noch. Und das ist für mich eine der wichtigsten Herausforderungen, die derzeit da stattfindet. Die Universität hat diese Herausforderung. Die Regierung sagt, nur um das Programm Null Hunger mit ökologischer Landwirtschaft zu versorgen, brauchen wir nicht 200, sondern 200.000 Agrarwissenschaftler, die wir noch nicht haben, die bei den Bauern helfen sollen, bei technischen Problemen zurechtzukommen und nicht neue Probleme zu verursachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auch immer, etwas ein Stückchen zurückzugeben, was Deutschland mir gegeben hat. Deswegen wollte ich ja zurück zu der Frage kommen, wer zahlt mich? Vielen Dank an die deutsche Gesellschaft, die mir es ermöglicht hat, dies zu studieren und zurück nach Brasilien zu gehen, diese Universität aufzubauen, damit auch Brasilien nicht so lange weiter abhängig bleibt von deutscher Hilfe. Die Entwicklungshilfe heißt auch, Menschen dort vor Ort auszubilden, damit dort mehr Wissen geschaffen wird und vielleicht wir miteinander lernen können. So etwas wünsche ich mir weiter. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank von unserer Seite für den tollen Vortrag. Ein kleines Dankeschön von uns, zu dem natürlich traditionell Wöcker Marzipan gehört, bei allerdings einem anderen Hersteller, als er vielleicht üblich ist. Aber bei uns muss es natürlich Bio sein. Also vielen Dank, Herr Andreoni.